So, herzlich willkommen zu diesem Sapphire Smart Training. Wir werden heute in diesem Training werden wir das Ganze in zwei Teile aufteilen. Zuerst haben wir eine Power-Präsentation, wo wir ein bisschen über Sapphire und Sapphire Smart die ganzen Serien, die Produkte sprechen werden. Wir werden danach eine kleine Pause machen von etwa 15 Minuten. Und der zweite Teil wird dann eine Demo sein, wo wir auf spezielle Produkte ein bisschen näher eingehen, auf Rekorder und auf Kameras. Ich habe heute auch noch Ferdi mit uns. Er ist heute am Chat. Dann sehen wir uns soweit. So wie gesagt, der erste Teil wäre die Präsentation, Sapphire Smart. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich schon damit gearbeitet. Wir gehen hier mal schnell durch die Präsentation durch. Der erste Teil wäre ein bisschen über Sapphire selber zu sprechen. Sapphire ist wirklich ein Leader auf dem Markt, was CCTV anbelangt. Sapphire ist auf dem Markt seit 2008 und wie gesagt eine sehr große Marke. Über 600.000 Kameras wurden verkauft. Über 50.000 Rekorder und über 300.000 Accessoires oder Zubehöre. Also wirklich ein Leader auf dem Markt, was CCTV anbelangt. Dann gehen wir ein bisschen näher auf das Thema Sapphire Smart ein. Also Smart oder Sapphire Smart ist eine Produktreihe von Sapphire. Wir sind mit Sapphire Smart etwa seit einem Jahr auf dem Markt und das ist wirklich eine komplette Produktreihe, was die Videoüberwachung anbelangt, mit Rekorder und Kameras von verschiedenen Typen, wie wir hier schön auch in der Präsentation sehen können. Dann gehen wir hier zur nächsten Seite. Da würde ich gerne ein bisschen über die kommerziellen Vorteile sprechen von Sapphire Smart. Wir haben hier eine Liste von den Vorteilen von Sapphire Smart, was sich so ein bisschen abhebt von den anderen Marken. Ich würde hier gerne zwei Punkte ein bisschen hervorheben. Der erste Punkt wäre hier ganz klar, dass wir bei Sapphire Smart eine 5-Jahr-Garantie haben. Ich glaube, das ist etwas, das wirklich Sapphire Smart ein bisschen abhebt. Und hier der letzte Punkt, die Personalisierung, das werden wir auch noch sehen. In der Präsentation, wir können die Sapphire Smart Produkte personalisieren. Also ich glaube, diese zwei Punkte sind sehr gut zu wissen und könnten sehr interessant sein für diverse Installateure. Sapphire Smart selber ist wirklich viel mehr als nur CCTV, viel mehr als nur Videoüberwachung. Wir haben hier wirklich eine komplette Produktreihe mit künstlicher Intelligenz. Wir haben Metadaten, was sehr interessant sein kann für Analyse, für Suche. Wir haben die Option von Gesichtserkennung und wir haben natürlich auch noch die Option von People Counting, also Menschenzählung, also wirklich ein sehr komplettes Produkt. Dann das, was ich vorher erwähnt habe, bei Sapphire Smart können wir die Produkte personalisieren. Hier zum Beispiel in sehen wir eine Domkamera, wo wir das Logo auf die Kamera drucken können, ihr Logo oder das Logo von dem Endkunden. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Lösung. Das Gleiche haben wir dann auch noch bei den Rekordern. Bei den Rekordern haben wir hier zwei Optionen mit zwei verschiedenen Stickern, einmal in Metallic und einmal in Vinyl. Das sind zwei Optionen für den Rekorder. Und was wir auch machen können, wir können die Firmware und auch das Webinterface von den Produkten können wir personalisieren mit dem Logo von dem dementsprechenden Kunden. Dann der nächste Teil würde ich gerne ein bisschen in die technischen Vorteile gehen. Wir sehen hier auf dem nächsten Slide, hier sind vier wesentliche Punkte, was Sapphire Smart so ein bisschen abhebt von den anderen Herstellern. Was ich sehr interessant finde, ist wirklich Sapphire Smart ist wirklich mehr oder weniger Plug and Play, also sehr, sehr einfach zu installieren. Die schon damit gearbeitet haben, können das sicher bestätigen. Ich glaube, die Handhabung von Sapphire Smart ist wirklich sehr simpel. Ein anderer Teil, der auch sehr wichtig ist, wir können eine Fernwartung machen. Das werden wir auf der nächsten Seite sehen. Also ohne die Portöffnung können wir remote auf unsere Geräte zugreifen.
Und der dritte Punkt hier, was auch sehr interessant ist, ist die Cybersicherheit. Ich glaube, heutzutage ist das sehr wichtig in Europa, speziell auch hier. Und zwar alle IP-Produkte von Safria Smart sind NDAA-compliant. Also ich glaube, das sind diese drei Punkte, die ich hier auf dieser Seite hervorheben möchte. Dann, wie gesagt, die Konfiguration, die Fernwartung können wir über P2P machen, und zwar über die Plattform Autonat. Das ist relativ simpel, einfach über Seriennummer, Benutzername und Passwort können wir auf unseren Recorder zugreifen, können uns anmelden und das bringt uns dann direkt zum Webinterface von unserem Recorder, wo wir dann unsere Einstellungen tätigen oder machen können. Dann hier auch noch der nächste Punkt, was ich auch sehr schön finde und auch sehr interessant ist, sowohl das Webinterface wie auch lokal über einen Bildschirm, das Menü von dem Recorder ist eigentlich fast identisch. Also das macht wirklich die Handhabung von den Geräten relativ einfach und das Navigieren von den Menüs, dass man da sich nicht umstellen muss, ist wirklich fast identisch und wirklich gut handzuhaben. Dann gehen wir zum nächsten Slide und zwar einmal der Modus HFR, speziell für die Serien 4i1 und 8i2. Hier haben wir die Möglichkeit, in diesen zwei Serien die Frames per Second von 30 auf 60 zu erhöhen, wie Sie hier schön auf dem Bild auch sehen, indem wir aber nicht die Auflösung reduzieren. Aber trotzdem, was wir danach haben, das Resultat ist, dass wir viel eine flüssigere Aufnahme auf dem Bildschirm haben, direkt von dem Live-View und wie gesagt, ohne die Auflösung zu verringern. Dann, was wir auch bei diversen Produkten von Safria Smart haben, bei diversen Kameras, ist der sogenannte Korridormodus, 16 auf 9. Wie auch hier bei diesen zwei Bildern, wo wir sehen, ist es teilweise schwierig, bei Situationen die komplette Szene zu erfassen, in diesem Fall einen Korridor. Da gibt es in den Bildeinstellungen von den Kameras gibt's die Option Korridormodus, wo wir die Kamera um 90 Grad drehen können. Dabei ist auch wichtig zu wissen, dass man die Kamera natürlich auch physisch drehen muss. Und in diesem Fall kann man danach wirklich den ganzen Korridor abdecken und kann so mit dieser Funktion eigentlich alles abdecken und man hat keinen Detailverlust und hat wirklich die ganze Aufnahme. Also wirklich eine sehr gute Option, der Korridormodus bei diversen Kameras. Wenn Sie da noch mehr Informationen brauchen oder allgemein mehr Informationen brauchen, können Sie uns gerne kontaktieren, den technischen Support wie auch unsere kommerzielle Abteilung, die Verkaufsabteilung, genau. Gut, dann gehen wir noch ein bisschen mehr ins Technische rein, und zwar in die Reihe Nightcaller, also Safria Smart. Was Safria Smart auch sehr stark macht, ist, dass wir mittlerweile auch im Katalog eine Nightcaller-Kamera haben, unter anderem auch eine Nightcaller-X-Kamera. Bei diesen Kameras ist es so, dass wir drei Beleuchtungsmodi haben, sprich, wir haben einmal das konventionelle IR-Licht, wir haben aber auch dann die normale LED oder wir haben das Smart Dual. Also diese drei Modis haben wir bei diesen Kameras. Das Ganze sehr interessant, weil das wirklich eine Reihe ist, wo wir auch 24/7 ein Bild haben mit Farbe, was sehr, sehr interessant ist. Ich glaube, das hebt auch Safria Smart so ein bisschen ab momentan von anderen Produkten. Und wir werden hier direkt im nächsten Slide auch einen Vergleich haben. Hier vor einer herkömmlichen Kamera auf der linken Seite. Man kann sehen, dass man da relativ wenig Informationen rausziehen kann. Und wir haben hier dann auf der rechten Seite die Nightcaller-Kamera. Das bei den Verhältnissen von 0,5 Lux. Und man sieht hier wirklich bei der Nightcaller-Kamera, dass man wirklich ein gutes Bild hat mit Farbe und wirklich auch Informationen rausziehen kann. Das hier, wie gesagt, bei 0,5 Lux. Und hier hätten wir noch den nächsten Vergleich mit 0,01 Lux. Auf der herkömmlichen Kamera kann man wirklich gar nichts erkennen, nicht mal, dass da eine Person steht. Und bei der Nightcaller-Kamera kann man wirklich auch eine Person erkennen, hat Farbe, man kann sehen, dass eine Person da steht mit einem weißen T-Shirt, einer dunklen Hose. Also wirklich ein riesen Unterschied. Dann, wie gesagt, Nightcaller und auch Nightcaller X, also sind zwei verschiedene Serien.
Wie es auch hier schon sagt, das ist wirklich eine Kamera, die die Nacht zum Tag macht, weil wir wirklich 24/7 ein Fahrbild haben. Hier haben wir nochmal einen schönen Vergleich. Und zwar einmal mit einem iPhone 14 Pro, mit einer herkömmlichen günstigen Kamera und mit der Nightcaller X-Kamera. Das bei dem Verhältnis von 0,0003 Lux. Und hier auch bei der Nightcaller kann man sehen, dass sogar wenn die LED ausgeschaltet ist, dass man ein Bild hat und mit der LED an auf 1% hat man wirklich ein sehr gutes Bild. Ich glaube, dass die Nightcaller X-Kamera da wirklich sich ein bisschen hervorhebt und allgemein Sapphire Smart sich ein bisschen hervorhebt mit dieser Nightcaller X-Serie. Dann, um da ein bisschen näher noch reinzugehen, haben wir noch ein Demo-Video, was wir uns schnell anschauen können. Da kann man wirklich schön sehen, was nochmal genau die Unterschiede sind und wie groß die Unterschiede auch sind zu herkömmlichen Kameras. Wir schauen uns das mal schnell an. Genau, wie man schön sehen kann, dass wir wirklich 24/7 ein Bild hat bei der Kamera, die Lichter ausgeschaltet und hier nochmal die Vergleiche und hier speziell nochmal die Nightcaller X-Kamera. Genau, in dieser Bullet-Version, 4 Megapixel hier speziell dieses Modell. Wirklich eine exklusive Ausführung von Sapphire Smart. Man hat wirklich ein Bild mit Farbe 24/7 mit dieser fortgeschrittenen Technologie. Hier nochmal schnell die Daten von dieser Nightcaller X-Kamera. Das kann dann wirklich auch überall eingesetzt werden in diesen vier Situationen zum Beispiel. Und hier noch ein Beispiel, ein reales Beispiel mit diesen drei verschiedenen Optionen, mit der konventionellen Kamera, die Nightcaller-Kamera und die Nightcaller X-Kamera. Und hier sogar noch mit einem iPhone, dass man den Vergleich wirklich noch besser sieht. Die Nightcaller X-Kamera hat auch die Option, mit Metadaten zu suchen. Weil wir 24/7 ein Farbbild haben, können wir natürlich dann auch nach Attributen suchen. Also sprich jemand, der ein T-Shirt trägt ein blaues T-Shirt trägt oder eine dunkle Hose, wie wir hier auch sehen im Video, kann man wirklich auch danach suchen. Das wäre natürlich mit einer anderen Kamera, die kein Farbbild hat in der Nacht, nicht möglich. Hier mit der Nightcaller X-Kamera haben wir die Option und haben wirklich ein sehr, sehr gutes Bild. Genau, und direkt all die Optionen, was uns die Metadaten hier rausgeben. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Option. Und natürlich, wenn man danach sucht, hat man direkt auch dann das Playback von dem Event, was wir dann gesucht haben. Wirklich, die Information ist da. Gut, das wäre das Demo-Video gewesen. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar gehen wir in die Serie 1 SL. Und zwar diese Serie hat die fortgeschrittene künstliche Intelligenz, die KI, mit zusätzlicher aktiven Abschreckung. Da werden wir nachher auch noch schnell im Demo-Part ein bisschen näher drauf eingehen. Hier wäre nur so ein bisschen die Grundinformation drüber. Und zwar haben diese Kameras einen Lautsprecher, da kann ein Audio konfiguriert werden, sprich wenn nach einem Event, zum Beispiel einer Linienüberquerung, kann ein Audio abgespielt werden, bitte die Region verlassen oder je nachdem, da gibt es verschiedene Optionen, das können wir sehen. Wir haben einmal das Dual Light, also das IR, die LED, die weiße LED und wir haben einen abschreckenden Flash, also zusätzlich zu dem Audio nach einer Linienüberquerung kann auch noch ein Flash konfiguriert werden, dass wirklich der Eindringling merkt, dass er jetzt da sofort rausgehen soll. Genau. Wie gesagt, mit künstlicher Intelligenz. Wir haben hier die verschiedenen Arten von den Events, die wir konfigurieren können. Die,
Das sind wirklich die herkömmlichen, die wir kennen, mit Linienüberkreuzung, mit Eindringen von Regionen. Genau, das wäre diese Option. Dann, das wäre die Konfiguration der Audionachricht, werden wir aber später nochmal schnell reingehen. Und wie gesagt, der Flash, was wir hier auch nochmal schnell sehen. Genau. Dann, ich glaube hier, das ist etwas, was auch Sapphire Smart so ein bisschen abhebt von anderen. Und zwar Sapphire Smart hat die folgende Option von dem Sapphire Smart Codec. Was heißt Sapphire Smart Codec? Das ist basiert auf dem H265. Das heißt, bei gleicher Auflösung benötigen wir einfach viel weniger Bandbreite und haben in dem Fall einfach auch mehr Speicherkapazität. Ich glaube, das ist eine sehr gute Option. Wie gesagt, Sapphire Smart Codec, das ist der H265 Smart. Also wenn Sie diese Sapphire Smart Kameras haben, schauen Sie da, dass Sie das Ganze, den Sapphire Smart Codec, umschalten können. Genau. Hier hätten wir noch einen kleinen Vergleich von einer 8-Megapixel IP-Kamera. Und hier sieht man schön im Vergleich, was der Unterschied ist, hier wirklich bei dem herkömmlichen 265 oder bei dem Sapphire Smart Codec, wie man es hier nennt, den H265 Smart. Und hier auf der nächsten Seite hätten wir nochmal einen schönen Vergleich, wo wir hier auch sehen, bei einer 24-Stunden-Aufnahme, wie das wirklich reduziert. Oder natürlich auch hier die Möglichkeit, wie viele Kameras mehr benutzt werden können, wenn man den Sapphire Smart Codec anwendet. Und das gleiche hier auch nochmal im Vergleich mit der Harddisk. Auch nochmal schnell eine kleine Notiz. Nach der Präsentation werden wir natürlich die PowerPoint Ihnen zukommen lassen. Und da können Sie nochmal in Ruhe drüber schauen, wenn Sie noch mehr Informationen brauchen. Genau, das wäre hier der Smart Codec, Sapphire Smart Codec. Dann der nächste Punkt wäre die Vorteile, Cyber Security. Das habe ich vorher schon mal schnell ein bisschen angesprochen. Wie gesagt, die ganze Produktreihe, die IP-Produktreihe von Sapphire Smart ist NDAA compliant. Ich glaube, das ist wirklich heutzutage etwas, was wirklich gut zu haben ist, nice to have. Wie gesagt, zertifiziert von der US-Regierung. Das ist in der ganzen Produktreihe von Sapphire Smart der Fall. Dann gehen wir hier jetzt dann ein bisschen mehr ins Technische rein. Und zwar die technologischen Vorteile von der künstlichen Intelligenz, von der KI. Sapphire Smart bietet die sogenannte SMD, diese sogenannte Smart Motion Detection. Und zwar ist das folgendermaßen, dass man da Erkennung von Menschen und Fahrzeuge nach einer Bewegungserkennung differenzieren kann. Das heißt, dass das auch schlussendlich für uns bei der Suche danach das Ganze ein bisschen erleichtert, weil es differenziert wird. Wie auch hier schon im Slide, wie man das Ganze im Slide sieht, dass wirklich eine Zeitersparnis ist in der Suche nach einem Event, da wir direkt sehen, was es genau war. Wie gesagt, Sapphire Smart Motion Detection. Gut, dann die eSiri mit der fortgeschrittenen KI, mit der fortgeschrittenen künstlichen Intelligenz. Gehen wir hier schnell durch alles durch. Und zwar die KI haben wir hier diese fünf Optionen. Wir haben die intelligenten Events, die intelligenten Ereignisse, Smart Events, wie wir sie alle kennen, mit der klassischen Linienüberquerung mit Eindringen von Zonen, Einfahrt, Ausfahrt. Wir haben die Statistik, sprich Zählung von Objekten nach einer Linienüberquerung oder einem Zoneneindringen. Oder wir haben auch das Heatmap, was auch für eine Analyse sehr interessant sein kann, dass man sehen kann, wo es wirklich viele Leute gehabt hat. Dann haben wir dann die Ausnahmen, die Ausnahmeerkennung. Sprich, ein Alarm geht raus nach einem Szenenwechsel oder von einer Erkennung von einer Unschärfe, einfach allgemein von einer kleinen Bildänderung. Und was wir bei Sapphire Smart auch haben, ist natürlich die Gesichtserkennung, sprich Erkennung von Gesichtern. Und dann zum Schluss die Video-Metadata, was wir auch vorher schon schnell gesehen haben bei der Nightcaller X-Kamera, auch von Analysen und schnellen Suchen von Personen
oder auch Fahrzeugen oder nicht Kraftfahrzeugsmerkmalen. Genau. Das wären diese fünf Optionen in der Serie I. Dann die Konfiguration, die neue Konfiguration bei Sapphire Smart bei der I-Serie. Das kann sowohl in der Kamera wie auch im Recorder gemacht werden. Hier haben wir das Bild von dem Webinterface von der Kamera. Sprich, je nachdem, was für ein Event ich konfigurieren möchte, muss ich das vorher zuerst aktivieren. Und zwar finden wir das in Event und Aktivierung von Event. Und hier haben wir diese drei Optionen. Das heißt, wir haben hier einmal die Gesichtserkennung. Das heißt, wenn wir ein Gesichtserkennungsevent aktivieren möchten, müssen wir das zuerst in der Kamera aktivieren. Wir haben dann die normalen Smart Events. Das wäre die Option in der Mitte mit der Linienüberquerung. Oder wir haben dann die Metadaten. Sprich, wenn wir wirklich Daten rausziehen möchten über Metadaten, dann müssen wir das hier zuerst in der Kamera aktivieren. Genau, dann hier nochmal die Übersicht von diesen drei Sachen, die ich gerade erzählt habe, mit diesen drei Events, die wir zuerst aktivieren müssen, korrekt. Genau, noch eine kleine Notiz am Rand, natürlich immer wichtig, dass die ganzen Geräte immer auf der letzten Firmware sind, also immer auf unserer Homepage mal drüber schauen, ob es eine neue Firmware gibt oder natürlich auch, Sie können uns natürlich auch direkt fragen und wir können Sie da auch assistieren bei solchen Fragen. Dann weiter bei der Serie das ONFIF-Protokoll M. Das ist einfach so eine kleine Randnotiz, dass das bei der Serie M über das Profil M läuft. Metadaten, Ereignisse für analytische Anforderungen. Und hier auch nochmal der Reminder, erfordert ein Firmware-Update. Also wirklich immer schauen, dass die Geräte auf der letzten Firmware sind. Was wir auch haben bei unseren Sapphire Smart Recordern, ist die POS-Funktion, also sprich die Point of Sale. Ich gehe da nicht weiter drauf ein, aber wir haben wirklich bei uns in Sapphire Smart Recorder haben wir diese Option. Bei Suchen genau, können wir das hier verwenden. Wenn Sie da auch noch weitere Informationen brauchen, können wir da gerne helfen. Oder wir haben natürlich auch bei uns auf der VisioTech Homepage in der Knowledge Base haben wir diverse Artikel kreiert, über die Sapphire Smart Produkte, wo wir auch noch mehr Informationen finden darüber. Dann, um die Sapphire Smart Reihe so ein bisschen komplett zu machen, bietet sie natürlich auch eine Software und eine Applikation. Die Applikation in dem Fall wäre die Sapphire Smart Applikation. Dann haben wir hier eine schöne Option bei der Sapphire Smart Option, dass wir in der App auch unsere älteren Sapphire-Geräte über das Sapphire Easy Connect hinzufügen können. Sprich, man muss wirklich dann nur noch eine App brauchen für die alten Sapphire-Geräte und für die neuen Sapphire Smart Apps, Sapphire Smart Geräte. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung da bei Sapphire Smart. Dann haben wir hier eine kleine Übersicht, was wir in dieser Applikation, in dieser App alles machen können. Natürlich haben wir eine Live-Ansicht, was wir haben können. Wir können das so organisieren, wie wir gerne hätten. Wir können natürlich auch eine Wiedergabe machen und direkt einen Download von den Aufnahmen machen über die Applikation. Wir haben die Option von einer Benachrichtigung, sprich, das können wir dann über den Recorder konfigurieren. Werde ich nachher ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber wir können nach einem Event sagen, dass wir gerne auf unserer Applikation eine Benachrichtigung bekommen. Wir haben die Option von Arming und Disarming. Also man kann einen Event über die Applikation scharf schalten oder unscharf schalten. Und wir haben dann auch noch die Option von der intelligenten Suche. Also wirklich sehr komplett. Dann haben wir die Neuheiten. Die sogenannte Gesichtsverfolgung, das heißt, wir können nach einem Gesicht suchen und können danach mehr oder weniger, wenn wir zum Beispiel in einer Firma diverse Kameras aufgestellt haben, können wir diese Person eigentlich folgen. Sprich, ein Gesicht wurde erkannt oder nach einem Gesicht möchten wir suchen und wir möchten schauen, wo diese Person lang gelaufen ist. Das können wir über die Applikation direkt machen. Das wäre hier ein kleines Video. Man sieht hier schön, dass in dieser Firma diverse Kameras installiert worden sind. Ein Gesicht wurde erkannt
und die Aufnahmen werden dann direkt gezeigt, wo die Person überall lang gelaufen ist. Dann, um das Ganze komplett zu machen, wie gesagt, gibt es auch eine Software dazu. In diesem Fall heißt sie Sapphire Smart VMS. Das ist wirklich eine sehr einfache Benutzeroberfläche. Das ist eine Software, die auch Kameras verwalten kann von anderen Herstellern über das OnWave-Protokoll. Und man kann wirklich alles über diese Software auch selber machen. Man muss nicht auf das Webinterface gehen, man kann die Geräte auf das WMS hinzufügen und da alles managen und haben, wie gesagt, hier all diese Optionen, die wir auf dem Slide auch sehen können. Gut, dann gehen wir hier jetzt noch ein bisschen näher auf die Produkte ein, und zwar im Speziellen hier die LPR-Kameras, also das Lesen von Nummernschildern. Eine sehr schöne Kamera. Wie gesagt, hier Nummernschilderkennung zwischen 53% des Gesamtbildes bei einer Neigung von 15%. Was hier natürlich sehr wichtig ist für ein gutes Ergebnis, dass die Kamera korrekt installiert ist, dass auch die Kamera die Kennzeichen gut liest und ein gutes Resultat rausgibt. Für diese spezielle Serie, die LPR-Serie, haben wir diese zwei Modelle. Hier unten, wie man auch sehen kann, sehr wichtig zu wissen, diese Kamera kann wirklich Kennzeichen erkennen in einem Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 120 Kilometer. Also ich glaube, diese Kamera kann wirklich viel abdecken, sei es eine Einfahrt auf einen Hof oder wirklich halt auch auf der Straße. Dann hier noch eine kleine Randnotiz. Natürlich können wir auch über unsere Applikation Suchvorgänge durchführen und direkt nach Kennzeichen suchen. Hier haben wir noch ein schnelles Video, um das Ganze so ein bisschen zu demonstrieren. Wie man auch sehen kann, wir gehen da rein. Wir können wirklich direkt das Nummernschild eingeben. Wir können sagen, zu welchem Zeitpunkt wir danach suchen möchten. Wenn wir diese Information haben, die Kennzeichen werden direkt angezeigt. Man kann draufklicken und hat danach direkt auch das Playback von dieser Situation, wo das Kennzeichen erkannt worden ist. Das kann, wie gesagt, über die Applikation auch durchgeführt werden. Dann gehen wir weiter in der Produktreihe. Und zwar gehen wir zu den Wärmebildkameras. Wir haben hier vier Modelle. Die kommen einmal in Turret- und in Bullet-Version. All diese Kameras kommen mit 5 Megapixel und haben diese verschiedenen Spezifikationen. Wenn Sie da noch mehr Informationen brauchen, wie gesagt, Sie können uns immer kontaktieren, sei es unsere Verkaufsabteilung oder auch bei uns im technischen Service. Können wir Sie da gerne beraten, welche Kamera am besten zu der Installation passt. Dann kommen wir hier so ein bisschen zu den Einstellungen oder zu Optionen von dieser Kamera. Diese Kameras kommen mit einer Dual Vision, also sprich mit einem optischen und einem thermischen Objektiv. Hier haben wir diese beide direkt abgebildet. Was auch wichtig ist zu wissen, ist, wenn man eine Wärmebildkamera auf einen Rekorder hinzufügt, werden da, durch das es zwei Visionen gibt, also zwei Objektive gibt, wenn die Kamera hinzugefügt wird auf den Rekorder, sind da zwei Kanäle, die die Kamera dann braucht. Das ist sicher gut zu wissen, so als Randnotiz. Dann gehen wir jetzt hier ein bisschen in die Thermebildkamera rein. Und zwar, was kann die Wärmebildkamera machen? Wir haben hier einmal die Option von einer Feuererkennung oder wir können eine Temperaturerfassung machen. Und zwar können wir da bis zu 10 Punkte, Linien oder Regionen konfigurieren, wo eine Temperatur erfasst wird, sei es eine Temperaturerhöhung oder wenn die Temperatur sinkt. Also wirklich bis zu 10 Linien, Punkte und Regionen, die wir da konfigurieren können. Dann hätten wir hier noch ein kleines Demo-Video mit den zwei Ansichten, wo die Feuerwehr hier in einen Raum reingeht, wo schon ein Feuer brennt, und ich glaube, das ist ganz, ganz interessant zu sehen.
Die Tür geht auf, man hat auch direkt die Anzeige von der Temperatur und das Feuer wird auch direkt erkannt und wie gesagt, die Temperatur wird auch angezeigt hier auf der rechten Seite von der Wärmebildkamera. Sehr akkurat auch, wie gesagt, die Temperaturanzeige wird direkt auch angezeigt. Genau, das wäre das kleine Demo-Video gewesen. Dann mit dieser Wärmebildkamera haben wir natürlich auch noch andere Optionen. Also das ist hier eine komplette Kamera, die kann für verschiedene Sachen gebraucht werden. Und zwar natürlich auch in der Nacht, wenn wir Probleme haben mit den Lichtverhältnissen und bei der optischen Ansicht nichts erkennen können, können wir natürlich auch das Wärmebild benutzen, um Personen zu erkennen. Das können wir hier direkt sehen. Das sollte auch ein kleines Video sein. Hier auf der linken Seite sehen wir eigentlich nicht, dass eine Person erkannt wird. Und auf dem Wärmebild können wir direkt sehen, dass sich da eine Person annähert. Und bei diesem Beispiel wurde eine Linienüberquerung konfiguriert. Und man wird auch direkt sehen, wenn sich die Person annähert, geht dann auch direkt der Alarm los. Und der LED geht komplett an und dann wird dann die Aufnahme gemacht auch von dem optischen Linse. Genau. Also wie gesagt, sehr komplett und kann auch in verschiedenen Situationen gebraucht werden. Dann gehen wir jetzt ein bisschen in die Produktpalette rein. Ich möchte da nicht zu tief reingehen, das ist einfach eine kleine Übersicht. Wenn Sie da wirklich noch mehr Informationen brauchen, wie gesagt, fragen Sie uns oder gehen Sie auf unsere Homepage. Und zwar wäre das hier die kleine Übersicht von den XWRs, was eigentlich die Referenz genau bedeutet. Dann, ich glaube, das ist ein bisschen interessanter, und zwar die IP-Kamera-Reihe. Und zwar haben wir bei unseren IP-Kameras haben wir hier drei Serien. Einmal hätten wir hier die B-Serie, das ist die Basisversion für einen sehr guten Preis und ich glaube für grundlegende basische Sachen ist das eine gute Option. Wir haben einmal die E-Serie, das ist schon ein bisschen eine bessere Serie mit künstlicher Intelligenz, mit Objektklassifizierung. Die Nightcaller-Kamera ist da schon drin, genau, mit Licht und Sirene, mit dem Smart IR, also wirklich schon relativ komplett. Und dann hätten wir noch die dritte Serie, wäre die I-Serie und das ist wirklich die komplette Serie. Wo wir hier auch noch direkt die Zusammenfassung haben, hier am rechten unteren Bildrand mit der 4i1, mit der 8i1 und mit der 8i2. Hier kann man auch direkt sehen, welche Serie was für Optionen hat. Mit der 4i1 und der 8i2 haben wir wirklich die komplette Palette abgedeckt, also eine sehr gute Option. Dann über die Rekorder NVR, über die IP-Rekorder, hätten wir auch noch schnell die einzelnen Referenzen, was genau was bedeutet. Da werde ich auch nicht groß drauf reingehen. Das ist einfach nochmal schnell die Beschreibung, zu wissen, was alles genau bedeutet. Und dann hier nochmal die Übersicht, das gleiche wie bei den IP-Kameras. Wir haben auch hier drei Serien. Und zwar hätten wir wieder die B1-Serie. Das ist wieder die Basisversion mit den Optionen 4, 8 und 16 Kanälen. Dann hätten wir die B-Serie, wie auch zuvor bei den IP-Kameras, was schon ein bisschen fortgeschritten ist, mit auch künstlicher Intelligenz mit 8, 16 oder 32 Kanälen. Und dann hätten wir noch die A3, das ist die spezielle Serie. Hier ganz schön zu sehen, wir haben hier die Möglichkeit von 64 oder sogar, wir haben einen Rekorder mit 128 Kanälen. Mit all diesen Optionen, die wir hier auf der rechten Seite auch sehen. Wie gesagt, die A3 ist die spezielle Serie von Sapphire Smart Recordern. Dann hier auch nochmal eine kleine Randnotiz. Natürlich haben wir bei Sapphire Smart auch Kameras, die wir in Grau haben. Das sind nicht alle Kameras, aber wir haben eine Grau-Serie. Das Schöne dabei ist auch, dass nicht nur die Kameras, sondern auch die Verbindungsboxen grau sind. Sprich, wie hier auch bei diesen drei Punkten, wenn der Endkunde eine Kamera braucht oder ein System, das halt einfach nicht auffällig ist und das
so ein bisschen in den Codex reinpassen muss, dann haben wir die Option hier von einer grauen Kamera. Ich habe hier auch noch eine direkt hier zum Zeigen, also es ist wirklich eine graue, matte Kamera, die wirklich sehr, sehr gut in eine Umgebung passt, dass man sie nicht sieht. Das wäre diese graue Kamera, wie gesagt, die Kameras und auch die Verbindungsboxen kommen in dieser grau-matten Farbe. Genau. Dann komme ich hier schon fast zum Ende vom ersten Teil. Und zwar kommen wir hier noch zu dem Zubehör. Bei Saphir Smart haben wir Tastaturen, die wir anbieten, Keyboards. Und zwar hier einmal auf dieser Seite mit einem LCD-Screen und einmal ohne. Diese Tastaturen sind natürlich dafür gedacht, für die Kontrolle von PTZ-Kameras. Und sie kommen mit Joystick und alles, wo man wirklich über die Tastatur alles auch konfigurieren können. Und auch noch ein weiteres Accessoire. Wir haben eine Alarmeingang- und Ausgangserweiterung. Hier steht es auch schön mit 16 Alarmeingängen und mit 6 Alarmausgängen. Diese Erweiterung kann man automatisch suchen über den DWR oder über den NWR. Gut, dann würde ich sagen, das wäre der erste Teil gewesen von dem Training, die Präsentation. Okay, gut, willkommen zurück. Ich hoffe, der Kaffee hat geschmeckt. Wir werden jetzt den zweiten Teil beginnen, und zwar die Demo-Version. Okay, fertig. Gut, dann machen wir weiter. Wie gesagt, der Demo-Teil. Wir fangen den Demo-Teil an, und zwar, wie Sie auf dem Bildschirm schon sehen, mit dem IPC-Manager-Tool. Folgendermaßen, das ist ein Tool, was wirklich essentiell ist für das Arbeiten mit Saphir Smart. Wie wir auch schon sehen können, mit diesem Tool können wir unsere Geräte in unserem Netzwerk finden und haben auch noch weitere Optionen, was wir damit machen können. Und zwar folgendermaßen, wir haben die Option, und zwar wenn wir ein neues Setup haben, eine Kamera zu aktivieren. Das geht folgendermaßen, ich würde sagen, wir machen direkt einmal das Ganze von null auf, wenn die Kamera nicht aktiviert ist. Wir können auch sehen, hier auf der rechten Seite haben wir eine Kamera, die nicht aktiviert ist. Wenn wir diese aktivieren wollen, können wir das über das Tool machen. Unter anderem können wir aber auch die Kamera komplett zurücksetzen. Da Sie jetzt die Schritte sehen, wie wir das Ganze machen, wenn die Kamera komplett neu ist, werde ich hier eine Kamera, die ich neben mir habe, komplett auf Factory Reset setzen und dann die Kamera aktivieren. Das geht folgendermaßen, wir müssen zuerst die Kamera auswählen. Das wäre hier diese schwarze Kamera, die ich auch vorher schon gezeigt habe. Wir sehen hier, wir sind direkt live hier mit Ferdi im Chat. Diese Kamera werden wir jetzt mal komplett zurücksetzen. Das geht folgendermaßen, wie gesagt, wir wählen die Kamera aus, wir klicken auf der rechten Seite unten auf Restore Factory Configuration und setzen den Haken. Und dann können wir die Kamera zurücksetzen. Hier ist wichtig, dass die Kamera innerhalb von 30 Sekunden wirklich ausgeschaltet wird, also Stecker raus. Also heißt auf Restore klicken, Stecker raus und wieder verbinden. Das mache ich jetzt einmal. Wir können hier auch sehen, dass die Kamera momentan aktiv ist mit dieser IP-Adresse. Das wäre diese unterste Kamera. Dann machen wir das jetzt einmal. Ich klicke auf Restore. In diesen 30 Sekunden werde ich die Kamera den Stecker rausziehen, ich verbinde sie wieder und dann wird die Kamera neu starten und wird dann komplett auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt. Dann geht es einen Moment, bis die Kamera hochfährt. In diesem Moment kann ich hier schon mal auf Refresh drücken. Dann haben wir hier wieder alle Geräte. Ich möchte wieder hier oben alle Geräte haben. Und hier sehen wir schon direkt, wir haben unsere Kamera, die wir gerade zurückgesetzt haben, im Status nicht aktiviert und auch mit der Default-IP-Adresse. Das heißt, das wäre eigentlich so, wie wir das Gerät bekommen. Um das Gerät dann zu aktivieren, müssen wir folgende Schritte befolgen. Wir wählen die Kamera wieder aus. Wir gehen auf Aktivieren hier am rechten unteren Rand.
Wir geben unser Passwort ein, das, was wir haben möchten. Wir müssen das noch bestätigen. Wir können hier direkt auch das den OnWith-Account konfigurieren mit diesem Passwort und müssen dann eigentlich nur noch auf Aktivieren drücken. Dann haben wir das gemacht. Dann geben wir der Kamera schnell einen Moment, bis sie aktiviert. In dem Fall klicken wir dann wieder auf Refresh, um die Seite neu zu laden. Und wir können dann hier auch direkt sehen, dass die Kamera wieder aktiviert ist. Und zwar hätten wir hier diese Kamera. Ich kann sie auswählen. Wie gesagt, und das ist die Kamera hier direkt live, die ich hier neben mir habe. Das wäre der erste Schritt, um die Kamera zu aktivieren. Dann, was wir natürlich auch mit diesem IPC-Manage-Tool machen können, wir können dieser Kamera direkt eine neue IP-Adresse geben, die in unserer Range ist, und zwar hier unter Batch Set. Wir können hier eine fixe IP-Adresse angeben. Wenn wir hier Use the Following eingeben, können wir hier in unserer Range die IP-Adresse eingeben. Ich möchte hier die 190 haben, gebe alles ein. 240 und wir haben die 192. Das wäre hier diese Option. Wie gesagt, Kamera muss ausgewählt werden. Alles eingeben und ich klicke auf Batch Set. Dann wird dieser Kamera eine neue IP-Adresse vergeben. Ich kann in diesem Moment dann wieder auf Refresh klicken, die Seite wieder neu laden. Und dann haben wir es auch schon, wie gesagt, wir haben Refresh gedrückt und wir haben die Kamera hier wieder mit dieser IP-Adresse, die ich der Kamera gegeben habe. Und man kann auch hier direkt sehen, was für eine Software-Version wir direkt auf dieser Kamera haben. Also das wäre eigentlich theoretisch der Vorgang, wie man eine Kamera aktivieren könnte oder kann, genau, über das IPC-Manager-Tool. Genau. Was auch noch wichtig zu wissen ist, ist, dass wir, je nachdem, was wir für Geräte haben, es kann natürlich sein, dass wir verschiedene Passwörter haben. Wir haben zum Beispiel hier eine Kamera, das sollte die Speeddome sein, die wir draußen haben, mit einem Passwort. Wo haben wir sie hier? Die ein anderes Passwort hat und deshalb haben wir eigentlich kein Live-Bild. Was wir in dem Fall machen können, hier auf der rechten oberen Seite auf diesen Pfeil drücken. Wir können das Passwort ändern auf das Passwort von der Kamera. Können das hier checken, können OK drücken und in dem Fall sehen wir dann die Kameras oder die Geräte mit den anderen Passwörtern und in dem Fall bei dieser Kamera, die wir hier direkt neben uns haben, die hat ja ein anderes Passwort, hier sehen wir dann wieder das gleiche mit dem Username und Password Error. Genau, dann wechseln wir hier wieder zurück. Ja, machen wir noch einmal. Das war klicken auf OK und sind dann wieder hier zurück auf dieser Kamera, die wir direkt aktiviert haben. Genau, das wäre eigentlich der erste Schritt, was wir machen können mit diesem IPC-Manager-Tool. Diesen ganzen Vorgang können wir aber auch über den Recorder selber machen. Das werde ich hier schon mal demonstrieren. Wir können es über das IP-Manager-Tool machen, aber auch mit der letzten Firma von dem Recorder können wir das Ganze über den Rekorder selber machen. Ich stelle mal den Rekorder schnell auf Deutsch. Und dann sind wir hier auch schon direkt im Webinterface von unserem Rekorder. Und zwar, um die Kamera zu aktivieren, über den Rekorder selber können wir auf das Funktionspanel klicken. Wir gehen dann auf Kamera bearbeiten oder hinzufügen. Hinzufügen war es. Und haben dann hier direkt eigentlich alle Kameras, die dann im Netzwerk sind, sollten hier auftauchen und haben hier dann im Sektor Activate State dann auch direkt alle Kameras, die nicht aktiviert sind, wie zum Beispiel hier diese Kamera. Das können wir hier auch nochmal checken. Hier, das wäre diese da, die wir im IPC Manager Tool sehen, die nicht aktiviert ist. Da können wir die Kamera auswählen und können Sie den hier am rechten unteren Rand aktivieren. Also das wären die zwei Optionen über das Tool oder über den Recorder,
die Kamera zu aktivieren. Genau, das wäre natürlich der erste Schritt. Gut, dann gehen wir ein bisschen mehr in den Rekorder rein, um uns da so ein bisschen zurechtzufinden. Ich glaube, das Erste, was einmal wichtig ist, ist die Information über den Rekorder selber zu finden. Das können wir folgendermaßen machen, wie der Funktionspanel. Wir gehen auf System, auf die Basiskonfiguration und klicken dann auf die Systeminfo hier auf die Basis und haben hier direkt die Information über unseren Rekorder. Wie gesagt, ich arbeite hier mit einem B2-Rekorder. Wenn wir dann hier noch auf über dieses System klicken, auf die Ansicht, haben wir auch dann direkt die Firmware-Version, die wir auf diesem Rekorder drauf haben. Genau. Wie gesagt, Funktionspanel, Systeminfo und Basis finden wir hier diese Optionen. Was auch noch gut zu wissen ist, und zwar, wo finden wir unsere Seriennummer von unserem Rekorder, weil das brauchen wir theoretisch manchmal. Und zwar ist das folgendermaßen, wir gehen auf Netzwerk, wir klicken hier auf eine der vier Optionen, das bringt uns ins gleiche Menü. Dann links oben im Netzwerk auf NAT haben wir dann hier die Option, die Seriennummer abzufragen, oder wir finden die Information von der Seriennummer direkt unter dem QR-Code, hätten wir hier diese Seriennummer. Das ist gut zu wissen, wenn wir später unsere Kamera oder unseren Rekorder, besser gesagt, auf unsere Applikation hinzufügen möchten. Hier finden wir diese Seriennummer. Genau. Dann schaue ich hier schnell mal auf meinen Spickzettel. Genau, das wäre die Grundinformation von diesem Rekorder, wo wir das alles finden. Dann würde ich mir jetzt ein bisschen mehr in die Konfiguration von den Events reingehen. Ich mache das so ein bisschen grundsätzlich, weil wir nachher spezifisch noch auf Kameras eingehen werden. Ich zeige Ihnen einfach mal schnell ungefähr, wo es ist und wie die grundlegenden Schritte sind. Und zwar, wir gehen wieder auf Funktionspanel. Wir gehen hier auf die künstliche Intelligenz oder die Ereignisse. Wir können hier wieder auswählen, was wir machen möchten oder auch auf eines klicken, was wir wollen, weil es geht wieder direkt ins gleiche Menü. Gehen wir hier mal auf das Erste und wir sehen hier direkt, wo wir dann landen und dass wir die Option haben, da auch andere Events auszuwählen. Genau. Dann wäre das Menü von der Konfiguration von den Events. Wie ich auch vorher schon in der PowerPoint erzählt habe, bevor wir einen Event konfigurieren möchten, müssen wir natürlich wissen, was möchten wir konfigurieren und müssen in dem Fall auch die Funktion aktivieren. Und das geht folgendermaßen. Einmal hier im Recorder können wir hier auf Enable Event gehen und kommen dann in dieses Fenster. Hier können wir sehen, welche Kameras haben diese Optionen von den Events zu aktivieren und können hier wieder Gesichtserkennung aktivieren, wenn wir eine Gesichtserkennung machen möchten. Wir können hier auf die Metadaten gehen, wenn wir das brauchen für unseren Event. Oder wir können auf die Smart Events gehen. Also je nachdem, was wir brauchen für unseren Event, können wir das hier aktivieren. Das Ganze kann natürlich auch in der Kamera gemacht werden. Wir können hier mal schauen, wir haben die Face-Kamera. Um auf das Interface der Kamera direkt zuzugreifen, gehe ich ins IPC-Manager-Tool, Doppelklick auf die IP-Adresse und komme direkt auf das Interface. Melde mich an. Und wir haben hier die gleiche Option, konfigurieren, und wir gehen hier auf Event, Enable Event und haben hier dann die Möglichkeit, diese Events zu aktivieren. Wie gesagt, hier haben wir auch wieder Gesichtserkennung, wir haben hier die Smart Events und die Metadaten, die wir so aktivieren können. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zu der Konfiguration von den Events. Wenn wir hier das Ganze ausgewählt haben, können wir unseren Event kreieren. Wir gehen hierzu wieder auf Funktionspanel, Ereignisse, und ich möchte ein Event kreieren. Ich kann wieder auf irgendeine Option gehen oder auf die spezifische, die wir direkt haben, und können dann hier das kreieren. Ich möchte hier ein bisschen auf die Linienüberquerung eingehen. Es ist aber eigentlich fast in allen Events genau die gleichen Schritte. Und zwar, der erste Schritt wäre zuerst einmal, welche Kamera möchten wir konfigurieren. Das können wir hier oben auswählen. Ich möchte hier zum Beispiel meine Nightcaller X-Kamera konfigurieren. Ich möchte da eine Linienüberquerung haben. Ich markiere das und ich habe dann hier die Option, die Erkennung dieser Linienüberquerung über
die Kamera, sprich über die IPC, zu aktivieren oder die Funktion des Rekorders zu nutzen, die Technologie des Rekorders zu nutzen. Ich würde anraten, die Technologie der Kamera zu nutzen, wenn die Kamera die Option hat. So kann diese Funktion oder die Funktion des Rekorders für eine Kamera dann genutzt werden, wenn wir es bei diesem Event über die Kamera machen. Genau, das können wir hier aktivieren. Dann der erste Schritt wären die Parameter-Settings bei den Events. Bei der Linienüberquerung wäre das natürlich die Linie, die wir zeichnen möchten. Hier habe ich eine Linie gezeichnet, ich kann die entfernen und kann dann hier meine Linie zeichnen und kann das Ganze dann rechts unten anwenden. Das ist die Linie, die ich gerne hätte. Ich kann einen Zeitplan auswählen. Ich habe hier schon ein paar, die von Grund auf drin sind. Oder wenn ich auf Manager drücke, kann ich meinen eigenen Zeitplan kreieren oder kann ich anpassen. Das ist eine schöne Option. Die Zeitdauer von dem Alarm kann ich hier auswählen, von 3 Sekunden bis zu 2 Minuten. Ich kann bis zu 4 verschiedene Linien zeichnen in dieser Area. Und ich kann natürlich auswählen, in welche Richtung, ob ich von A nach B, von B nach A oder ob ich beidseitige Erkennung haben möchte. Das können wir hier auswählen. Dann der nächste Schritt wäre das Erkennungsziel. Bei einer Linienüberquerung kann ich hier zum Beispiel auswählen, ob ich nur eine Erkennung von einer Person haben möchte, ob ich Kraftfahrzeuge haben möchte oder zum Beispiel ein Fahrrad. Und natürlich auch die Sensibilität kann ich hier anpassen. In diesem Fall wäre es natürlich eine Kamera, die drinnen ist. Da brauchen wir keine Kraftfahrzeuge und auch keine Fahrräder. Das wäre nur für Menschen und kann dann das zum Beispiel hier rausnehmen, anwenden. Und dann hätten wir dann den letzten Punkt, das wäre der Verbindungsmodus, also eigentlich die Auslöser, was möchte ich, was passiert, nachdem die Linienüberquerung passiert ist, die Trigger. Was möchte ich haben? Ich kann hier auswählen zwischen Schnappschuss, eine Push-Notifikation, also auf unsere Applikation von Sapphire Smart, ob ich den Zoomer von der Kamera aktivieren möchte, ob ich eine Aufzeichnung haben möchte oder ob ich zum Beispiel eine E-Mail gesendet haben möchte auf meine E-Mail-Adresse. Ich kann die Aufnahme konfigurieren. Hier auch ganz schön, nicht nur die Aufnahme von dieser spezifischen Kamera. Ich kann auch eine andere Kamera noch haben, die vielleicht in einem anderen Winkel auf den Event drauf geht und möchte dann eine Aufnahme haben von beiden Richtungen. Ich kann den Alarmausgang konfigurieren und auch hier kann ich den Alarmausgang von dem Rekorder, ich kann den Alarmausgang von den Kameras und all den Kameras, die auf den Rekordern drauf sind. Also nicht nur diese spezifische Kamera, sondern wirklich alle. Da kann ich das wirklich einfach auswählen, das ist, was ich gerne haben möchte. Ich kann es rüberziehen, ich kann es auswählen und das habe ich dann hier. Und dann hätten wir hier auch noch die Presets, also zum Beispiel, wenn wir eine Kamera mit einem Zoom oder mit einer PTZ-Kamera haben, kann ich auch sagen, hey, nach einer Linienüberquerung hätte ich gerne, dass meine PTZ-Kamera, meine Speed-Dome-Kamera, dann auf einen Preset, den ich vorher eingestellt habe, ranzoomt, um da auch von einem anderen Winkel noch eine Option zu haben. Wie zum Beispiel hier habe ich bei einer Speed-Dome-Kamera habe ich einen Preset konfiguriert und kann den auswählen. Genau, hier zum Beispiel habe ich auch diverse Presets konfiguriert. Das kann man hier auch noch auswählen. Genau. Das wäre eigentlich grundlegend die Konfiguration von einem Smart Event. Wie gesagt, das ist eigentlich bei allen relativ genau gleich aufgebaut mit Parametererkennungsziel und natürlich den Auslöser oder den Trigger, den wir danach haben möchten. Genau. Das wäre so ein bisschen der Teil gewesen von den Events. Dann würde ich jetzt gerne so ein bisschen in die Suche reingehen oder in die Analyse, wie es auch hier steht, und zwar die intelligente Analyse. Wir klicken da mal drauf. Genau, und dann geht hier schon die nächste Seite auf. Und das geht folgendermaßen. Das Suchen in diesem Rekorder kann gemacht werden über man kann ein Gesicht suchen, man kann einen menschlichen Körper suchen, also sprich wenn die Kamera, eine spezifische Kamera, auf Metadaten eingestellt ist, kann ich da nach einem Human Body suchen und auch nach den Attributen, werde ich aber gleich noch ein bisschen darauf reingehen. Wir können nach Fahrzeugen suchen, also sprich auch Kennzeichen, oder wir können eine kombinierte Suche machen. Dann fangen wir aber zuerst mal an mit den Gesichtern. Hier kann ich nach Ereignis oder nach Gesicht suchen.
Ich kann zuerst auswählen, wann möchte ich suchen. Zum Beispiel, hey, ich möchte die ganze Woche sehen. Und zwar alle Ereignisse. Klicke auf Suche. Und es wird mir hier direkt Gesichter gezeigt, die von dieser Kamera aufgenommen worden sind oder erkannt worden sind. Und zwar hier nicht nur die erfolgreiche und nicht nur die fremde, sondern von beiden. Haben wir hier direkt alles. Wenn wir dann das Gesicht hier haben, können wir auch direkt draufklicken. Und das Playback, also die Aufnahme, wird auch direkt angezeigt von allen, von diesen Erkennungen. Also wirklich alles sehr schnell und sehr einfach zu suchen. Das können wir dann auch machen und können nach einem spezifischen Gesicht suchen. Wir klicken auf Gesicht, sagen, ich möchte das durch die ganze Woche suchen, klicke auf Plus und hier habe ich schon meine Datenbank. Ich habe natürlich vorher schon eine Datenbank angelegt mit meinen Arbeitskollegen und ich möchte zum Beispiel schauen, mein Arbeitskollege Charles, ich möchte es wissen, ich möchte Aufnahmen von ihm haben. Ich wähle das aus, habe das hier direkt und es sucht auch automatisch und gibt mir dann direkt alle Aufnahmen von Charles. Und Charles hier direkt, ich kann wieder draufklicken und habe hier auch direkt die Aufnahme und hier sieht man auch mit der Prozentzahl unten die Übereinstimmung von dem Originalbild, was ich in der Datenbank angelegt habe. Genau, das wäre das. Dann wäre die Suche über Metadaten. Hier kann ich wieder auswählen, hey, wann möchte ich suchen? Ich möchte zum Beispiel wieder die ganze Woche suchen. Welche Kamera? Natürlich kann ich alle Kameras auswählen, aber ich brauche natürlich die Kamera, die nach Metadaten sucht. Ich wähle jetzt hier einfach mal alle aus. Ich kann das Ereignis auswählen. Wie gesagt, wir möchten nach menschlichen Körper suchen. Dann suche ich nach Video-Metadaten und das lassen wir zuerst mal weg und kann direkt suchen. Und hier werden direkt alle Ereignisse werden angezeigt und auch direkt mit der Information von den Metadaten, also was die Kamera schon direkt oder der Rekorder schon direkt alles gesammelt hat hier, ob männlich oder weiblich, ob die Person eine Maske trägt, eine Brille, genau, hier zum Beispiel Brille, ja, hier trägt eine Brille, also das wird direkt alles angezeigt, ich kann wieder draufklicken und habe direkt auch wieder das Playback. Und was ich dann natürlich auch machen kann, wenn ich spezifisch suchen möchte, ich kann hier nach Attributen suchen. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, ich möchte, dass diese Person, apropos the closing, also ein kleines Schild oben, trägt, das zum Beispiel rot ist. Und ich möchte hier zum Beispiel sagen, dass diese Person eine blaue Jeans trägt oder eine blaue Hose. Kann das auswählen, kann suchen danach und habe direkt hier die Ereignisse von den Personen mit blauen Jeans und einem roten Oberteil. Ich klicke drauf und habe direkt auch wieder das Playback. Also wirklich eine super einfache Handhabung und direkt haben wir alle Informationen, die wir da brauchen. Dann können wir das Ganze auch über die Fahrzeuge machen. Ich kann hier wieder sagen, wann möchte ich suchen, die ganze Woche. Sage okay. Ich möchte sagen, von welcher Kamera. Hier brauche ich natürlich die spezifische LPR-Kamera, weil diese Kamera wirklich für das auf, weil diese Kamera die einzige Kamera ist, die Kennzeichen erkennen kann. Ich kann es auswählen. Ich möchte das Ereignis. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte die Erfassung, erfolgreiche oder seltsame. Ich wähle mal alles. Ich habe für die LPR-Kamera keine Datenbank angelegt, also wähle ich hier direkt mal alles aus. Das Ziel, Kraftfahrzeuge oder Nicht-Kraftfahrzeuge, das lassen wir mal so. Und kann dann hier direkt suchen. Und es zeigt mir auch direkt alle Kennzeichen an, die von dieser Kamera erkannt worden ist. Kann wieder draufklicken und habe auch dann direkt die Aufnahme hier oder kann natürlich hier auch nach spezifischen Kennzeichen suchen, zum Beispiel hier. Und hier zeigt es mir direkt die Aufnahmen von dem Auto hier von diesem Transporter, der hier scheinbar mehrmals auftaucht. Genau, also das wäre die Suche nach Fahrzeugen und dann hätten wir noch die Option von der Kombination. Ich glaube, hier gehe ich nicht weiter darauf ein, weil das ist relativ selbsterklärend. Das ist einfach eine Kombination von verschiedenen Suchen. Genau. Das wäre der Abschnitt gewesen von der intelligenten Suche. Ich glaube, wir gehen dann mal weiter, wenn im Chat nichts ist momentan. Wenn da fertig sind, da momentan Fragen oder wie sieht das aus?
Ja, da war es so zwei Fragen, aber da war verschiedene Fragen. Ja. Aber wenn es wichtig ist, dann würde ich das erklären oder das erklären. Okay, so. Okay, sehr gut. Danke, Ferdi. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und zwar wäre der nächste Teil das Arming und Disarming, also das Scharfschalten und Unscharfschalten von Events über unsere Applikation. Um das Ganze zu machen, müssen wir zuerst folgende Schritte befolgen. Und zwar, wir gehen hier wieder auf das Funktionspanel. Das Ganze muss zuerst auf dem Recorder logischerweise konfiguriert werden. Wir können hier wieder auf die Intelligenz gehen, klicken auf eine Option. Das Ganze geht auf und haben wir hier auf der linken Seite System Disarm, also wirklich diesen Sektor, den wir hier konfigurieren möchten. Wie ich auch vorher schon in der Präsentation gesagt habe, das Webinterface und das Menü auf dem Recorder, also lokal über einen Monitor, ist exakt genau gleich. Um das hier zu konfigurieren, müssen wir hier zuerst lokal über den Recorder den Remote Client, also wirklich die, wie sagt man das auf Deutsch, den, das Ganze aktivieren, lokal über den Recorder, dass wir über das Webinterface zugreifen können. Und zwar ist das wirklich im gleichen Sektor. Auf dieser Seite haben wir hier ein Häkchen, das wir setzen müssen, heißt Remote Client. Dann haben wir hier über das Webinterface, können wir dann das Ganze konfigurieren und haben hier dann auch wirklich direkt den Status. Folgendermaßen geht es dann weiter. Wir können hier hinzufügen und können sagen, welche Kamera möchte ich scharf schalten oder unscharf schalten über die Applikation. Ich kann hier die Kameras auswählen, ich kann hier direkt auch die Sensoren kann ich auswählen oder die virtuellen Alarme, genau, oder der Sensor von den virtuellen Alarmen. Ich kann hier zum Beispiel eine Kamera auswählen, ich möchte gerne die Nightcaller X-Kamera haben und sage okay. Dann kommt die hier direkt auf die Liste. Dann der nächste Teil wäre die Links, also was möchte ich aktivieren und desaktivieren, welche Items, welche Funktionen. Wenn ich hier auf Konfigurieren klicke, habe ich hier direkt alle Optionen. Also kann ich auswählen zwischen Aufnahmen, ich kann zum Beispiel über die Push-Notifikation, möchte ich eine Aufzeichnung haben oder nicht, möchte ich eine E-Mail-Notifikation haben oder nicht. All diese Optionen können ausgewählt werden und werden dann scharf geschaltet oder unscharf geschaltet, wenn wir das über die Applikation machen. Genau, das können wir dann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne alles und wird dann hier direkt auch angezeigt, anwenden. Und kann hier unten dann rechts auch auf Anwenden klicken und dann ist das Ganze aktiv. Über die Applikation gibt es dann wirklich die Option, das Ganze unscharf und scharf zu stellen. Genau, das wäre dieser Teil gewesen. Dann schaue ich hier nochmal schnell auf meinen Spickzettel. Genau, das wäre so ein bisschen grundlegend gewesen über die Geräte oder über den Rekorder selber. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ein bisschen mehr auf die spezifischen Kameras ein. Auch auf Kameras, die wir vorher in der Präsentation gesehen haben. Und zwar die erste Kamera wäre in dem Fall unsere LPR-Kamera. Wie können wir einen Event konfigurieren von einer LPR-Kamera? Das geht folgendermaßen. Wir gehen wieder auf Funktionspanel, auf Ereignisse und ich kann hier direkt auswählen LPR-Kamera, also sprich die Kennzeichenkamera. Kommen wir hier auf die nächste Seite. Hier oben ist, wie gesagt, schon die LPR-Kamera ausgewählt. Wenn nicht, können wir die natürlich auswählen. Und dann sieht es eigentlich wieder genau gleich aus, wie ich am Anfang gesagt habe. Bei allen Smart Events werden mehr oder weniger gleich konfiguriert. Zuerst müssen wir das Ganze natürlich aktivieren. Hier oben können wir das Häkchen setzen. Dann haben wir hier direkt das Bild von der Kamera. Ich kann hier direkt meine Region kennzeichnen oder zeichnen, wo die Kennzeichen erkannt werden sollen. Und was ich auch noch machen kann, ich kann hier auch gesperrte Bereiche eingeben. Sprich, ich kann hier mal schnell alles anzeigen. Und zwar hier haben wir bis zu 4 Regionen oder Bereiche, die wir markieren können, wo das Kennzeichen nicht erkannt werden soll. Hier das Grüne, wo es erkannt werden soll und die Rote, wo es nicht erkannt werden soll. Genau. Das können wir hier konfigurieren. Das ist wirklich eine gute Option, dass wir da auch wirklich
nur die notwendige Option haben und dass es nicht irgendwo noch etwas erkennt, was es nicht erkennen soll. Können wir da die Fehler oder die Prozentzahl von der Erkennung ein bisschen höher haben. Genau. Dann können wir natürlich auswählen, was für ein Typkennzeichen wir erkennen möchten. Wir können hier den Kontinent auswählen. Wir sind hier Spanien, also Europa, und können das Land auswählen. Und hier haben wir wirklich eine relativ komplette Liste, was Europa komplett abdeckt. Hier zum Beispiel für Deutschland haben wir die Option Deutschland. Ich lasse das aber hier auf Spanien. Genau. Und dann hätten wir hier noch die weiteren Optionen, was auch sehr wichtig ist, zum Beispiel die Kennzeichengröße. Ich kann das hier auch noch anzeigen. Auch hier, um eine sehr, sehr gute Erkennung zu haben, müssen wir den minimalen und den maximalen Bereich auswählen. Das kann natürlich auch hilfreich sein, wenn die Kamera wie hier in diesem Fall auf eine öffentliche Straße rausgeht, dass zum Beispiel nicht etwas erkannt wird, wenn ein LKW vorbeifährt und die Aufschrift auf dem Trailer, dass das nicht als Kennzeichen erkannt wird, können wir hier festlegen, wie groß, in welcher Range das Kennzeichen erkannt werden soll. Hier kann auch ein bisschen rumgespielt werden, um zu schauen, wie das dann wirklich am besten passt. Mal schauen, ab welcher Distanz Maximum und welcher Distanz Minimum das Kennzeichen erkannt werden soll, und kann das hier so eingestellt werden. Genau, das wäre der erste Teil. Danach kommen wir wieder hier in die Auslöser. Was wir hier machen können, wir können aktivieren, was wir erkennen möchten. Und zwar eine erfolgreiche Erkennung, sprich Kennzeichen, die schon in unserer Datenbank drin sind, oder seltsame Kennzeichen oder halt in dem Fall Kennzeichen, die nicht hinterlegt sind in der Datenbank. Und können dann auch für beide verschiedene Auslöser konfigurieren. Und das geht folgendermaßen. Ich habe im Voraus schon Gruppen erstellt. Also ich kann zum Beispiel sagen, bei einer erfolgreichen Erkennung hätte ich gerne meine Whitelist, also meine Liste, die Zutritt hat, kann ich zum Beispiel auswählen, oder ich kann auch beide auswählen. In dem Fall macht es natürlich Sinn, eine Liste auszuwählen. Ich wähle aus, hey, ich möchte bei meiner Whitelist, hätte ich gerne diese folgenden Auslöser. Ich möchte, dass das im Zeitplan 24/7 ist oder was auch immer wir gerne haben möchten. Und kann hier die generellen Auslöser auswählen, die Push-Nachricht, den Summa, die E-Mail. Ich kann die Aufnahme wieder aktivieren, auch wieder von anderen Kameras. Den Alarmausgang kann ich auch konfigurieren, wie zuvor, von dem Rekorder, von der Kamera oder auch von anderen Kameras. Ich kann einen Schnappschuss konfigurieren, auch hier von der spezifischen Kamera oder auch von anderen Kameras. Und die Presets, wieder die ich vorher konfiguriert habe, zum Beispiel über eine PTZ-Kamera. Wenn zum Beispiel bei einer Tankstelle ein Auto reinfährt, das Kennzeichen erkannt wird und dann eine PTZ-Kamera zum Beispiel dann auf den Fahrer reinzoomt. Das wäre zum Beispiel eine Option. Genau, das wäre hier den Trigger oder die Auslöser, die wir konfigurieren können bei einer erfolgreichen Erkennung. Und das Ganze kann natürlich auch gemacht werden bei einer seltsamen oder bei einem Kennzeichen, was nicht registriert ist. Hier haben wir wieder genau die gleichen Optionen. Und was wir auch noch haben, ist, wir können hier verschiedene Gruppen erstellen. Also das heißt, wir haben hier einmal die erfolgreiche Erkennung für die Whitelist. Wenn ich aber eine andere Auslösung haben möchte für eine erfolgreiche Erkennung für die Blacklist, kann ich hier wirklich verschiedene Gruppen hinzufügen und kann sagen, hey, erfolgreiche Erkennung 1, für die Blacklist hätte ich gerne etwas anderes. Ich hätte gerne keine E-Mail, oder die Aufnahme von der PTZ-Kamera brauche ich zum Beispiel nicht. Also hier kann man wirklich das so personalisieren, wie man gerne haben möchte. Genau, das wären so die Einstellungen von der LPR-Kamera. Was natürlich hier noch ein bisschen fehlt, ist jetzt die Datenbank. Das wäre hier. Klicken wir auf Datenbank. Ich habe hier schon mal zwei Listen erstellt. Ich habe zwar keine Kennzeichen hinterlegt, aber das ist eigentlich relativ einfach. Ich kann hier wirklich auf die Kennzeichen hinzufügen klicken und kann hier meine Kennzeichen eingeben, Fahrzeugtyp, die ganzen Informationen, die wir brauchen und zu welcher Liste, die ich die hinzufügen möchte. Oder ich habe auch die Option von einem Masseneintrag, sprich, wenn ich eine große Liste habe von vielen Fahrzeugen und ich möchte sie nicht manuell kann ich sie hier über den Masseneintrag, über das File direkt hier importieren.
Das wäre genau, das wäre die Datenbank. Gut, dann schaue ich jetzt nochmal schnell über drüber. Genau, dann hätte ich noch einen Punkt, bevor wir die LPR-Kamera zur Seite legen. Und zwar eine LPR-Kamera kann natürlich auch als Zutrittskontrolle genutzt werden. Das haben wir hier vielleicht vorher schnell gesehen, ich habe es noch nicht gezeigt. Und zwar wäre hier das, diese Option Aktivierung des Alarmeingangs, Alarmausgangsimpulses, also die Zugangskontrolle. Also mehr oder weniger kann da wirklich das Relais gebraucht werden und als Zutritt genutzt werden für eine Schranke, für ein Tor oder für eine Tür. Was wir zusätzlich aber auch haben bei unseren LPR-Kameras, wir haben einen Weagand-Out. Also sprich, es wäre durchaus auch eine Option, unsere LPR-Kamera über einen Controller zu verbinden und dadurch dann die Zugangskontrolle zu konfigurieren. Das ist in dem Fall vielleicht ein bisschen eine sichere Option, als das physische Relais der Kamera zu benutzen, das Ganze über einen Controller zu lösen. Also das haben wir hier bei der LPR-Kamera auch, wie gesagt, das Ganze kann über Weagand verbunden werden und kann dann so gelöst werden. Okay, gut, dann würde ich sagen, das wäre dann der Teil von der Kennzeichenkamera gewesen. Dann würden wir weiterfahren, wenn nichts weiteres ist im Chat. Gut, Ferdi hat mir gesagt, das ist nicht weiteres im Chat. Dann gehen wir weiter. Und zwar wäre die nächste Kamera wäre die thermische Kamera. Eine sehr interessante Kamera meiner Meinung nach, weil wir da wirklich viele verschiedene Optionen haben. Ich würde sagen, wir gehen da schon direkt mal rein. Ich habe es vorher auch schon in der Präsentation erwähnt, wenn wir eine thermische Kamera hinzufügen, dann braucht diese Kamera wirklich zwei Kanäle. Das können wir hier schön sehen, gerade hier im Laden. Ich habe hier auch schon den Namen gegeben für diese Kamera, dass ich sie nicht verwechsle. Wir können hier sehen, dass sie wirklich die gleiche IP-Adresse von beiden Kanälen, aber das ist diese eine Kamera. Also wirklich, wenn man hier wie in diesem Fall einen Rekorder hat, der nur maximal acht IP-Kameras hinzugefügt werden können, ist das sicher gut zu wissen, dass sie diese thermische Kamera zwei Kanäle braucht und benutzt. Genau, so eine kleine Randnotiz. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in das Menü von der Kamera selber rein. Wir gehen wieder auf unser IP-Manager-Tool und suchen unsere Kamera. Wir haben hier die Kamera, die ist bei uns im Büro und ich klicke da schon mal drauf, komme direkt wieder auf das Web-Interface und melde mich an. Genau, und hier haben wir auch schon die zwei Ansichten. Einmal hier das optische und einmal die thermische Ansicht. Ich würde zuerst mal auf die thermische Seite gehen. Was können wir auf der thermischen Seite alles machen? Und zwar folgendermaßen, was können wir hier konfigurieren? Wir haben einmal die Möglichkeit, ein Feuer zu detektieren. Das können wir hier oben konfigurieren. So, unter Fire Detection. Ich gehe hier nochmal schnell raus und setze das Ganze auf Deutsch. Okay, haben wir nicht. Okay, gehen wir nochmal rein. Okay. Also wie gesagt, auf die thermische Seite gehen wir. Konfiguration, wir haben eine Fire Detection, also ein Feuer können wir detektieren. Und zwar muss ich das natürlich wie bei allen Events zuerst einmal aktivieren. Ich kann die Sensitivität auswählen oder konfigurieren. Ich kann den Alarm, also die Zeit von dem Alarm kann ich konfigurieren hier, von 3 Sekunden bis ab zu 2 Minuten. Ich kann dann hier die Trigger, also die Auslösung, kann ich konfigurieren, den Alarm out und dann auch hier wie im Rekorder die ganzen Auslöser. Bei dieser spezifischen Kamera kann ich auch einen Audioalarm konfigurieren und auch einen Light, also ein Licht, ein LED. Sprich, wenn wirklich ein Feuer detektiert wird, kann ich hier sagen, hey, ich möchte, dass der Trigger Audioalarm aktiviert ist und dass mir die Kamera bei einem Feuer sagt, hey, Feuer detektiert, bitte checken Sie die Situation. Und wie gesagt, auch hier kann ich die LED konfigurieren und auch die anderen üblichen Optionen, wie wir sie kennen. Spezifisch den Audio- und den Lichtalarm können wir auch hier noch spezifischer konfigurieren. Hier einmal Audioalarm, kann ich sagen, was ich hier gerne haben möchte.
Ich kann es personalisieren und ich kann auch auswählen, was ich gerne möchte, was die Kamera sagt, die dann die, wie viel mal die Kamera diese Stimme wiederholen soll. Ich kann hier auch die Lautstärke und alles kann ich konfigurieren. Und ich kann hier auch noch den Zeitplan auswählen. Und das Gleiche hätten wir dann auch hier im Light Alarm, also bei der LED. Kann ich sagen, ich hätte gerne einen Flash, also dass die LED blinkt, die Frequenz und wie viele Sekunden, dass es da genau, dass die LED an ist und ganz, das Ganze warnen soll. Genau, das wäre hier über die Feuerdetektion. Das wäre die Konfiguration. Was können wir dann noch machen mit dieser Kamera? Und zwar können wir Temperatur detektieren. Also ich kann wirklich Temperaturen detektieren. Ich muss das wieder aktivieren. Ich kann sagen, was ich gerne haben möchte. Ich habe Celsius oder Fahrenheit. Die Distanz, in welcher Distanz soll das Ganze detektiert werden? Ich kann die maximale Temperatur, die minimale Temperatur und die Average, also die durchschnittliche Temperatur, kann ich aktivieren. Und habe hier noch weitere Optionen hier, die wir aktivieren können oder konfigurieren können. Und auch hier unten wieder mit Audioalarm, mit dem LED-Alarm. Genau, das wäre die Konfiguration für die Temperatur. Ich kann natürlich, wie ich vorher auch gesagt habe, kann ich hier bis zu 10 Punkte kann ich konfigurieren. Kann dem meinen Namen geben, ich kann hier sagen Punkt, ich kann eine Linie sagen oder ich kann auch eine Region kann ich zeichnen. Ich habe das hier schon mal gemacht, ich habe hier einmal die Region, ich habe hier einmal den Punkt und ich habe hier einmal die Linie, man sieht das hier nicht so richtig, aber ich habe hier die Lampe oben an der Decke markiert. Wenn wir hier auf Live gehen, kann ich dann das direkt auch sehen. Dann haben wir hier direkt, das ist eigentlich nicht mal so schlecht, dass das passiert. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, wenn wir auf die, okay, jetzt haben wir es, genau. Wir haben hier eine kleine Meldung gehabt, dass wir da limitiert worden sind und keine Live-Ansicht mehr gehabt haben, also dass da zu viele Verbindungen da waren. In dem Fall, wenn das passiert, können wir auf Konfiguration gehen und können dann hier auf die Security, auf den Sektor Security gehen und können hier schnell reingehen auf die Online-User und können sehen, hier, wie viele Leute hier momentan online aktiv sind über diese Kamera. Wenn wir dann hier Leute rausschmeißen möchten, können wir hier direkt auf der rechten Seite unsere Admins da rausschmeißen. Ja, Ferdi? Ich kann das so demonstrieren. Das können wir natürlich sehr gerne demonstrieren, ja? Kann man das auch live sehen? Mhm. Hier können wir sehen, dass wir hier wirklich 14 Leute momentan aus 14 Adressen hier momentan verbunden haben. Ferdi wird sich jetzt direkt anmelden und dann werden wir sehen, dass eine weitere Adresse hinzukommt. Einen kleinen Moment, dann haben wir hier direkt Ferdi wieder verbunden. Hier können wir natürlich auch sehen, hier über die Kamera, das ist hier die IP-Adresse von unserem Rekorder. 114, okay, das wäre Ferdi. Ja. Der hat sich hier drüber ausgemeldet. Wenn ich hier ihn direkt rauswerfe über Kick-Out, dann landet er auch direkt auf der schwarzen Liste und kann dann auch nicht wieder zugreifen. Also kann ich den hier, hier steht es auch, also wenn ich den rauswerfe, wird er direkt auf die Blacklist wieder hinzugefügt. Ich sage hier zum Beispiel, okay, das wird geladen. Ja, und jetzt habe ich die Meldung, dass ich nicht mehr werfe. Genau. Und er kommt wieder nicht drauf und wir können auch sehen, dass hier Ferdi direkt auf die Blacklist gekommen ist. Hier haben wir ihn und ich kann das natürlich auch wieder ändern und kann sagen, hey, ich möchte Ferdi wieder die Option gehen. Gehe hier drauf, dass ich ihm den Zugriff erlaube, kann das safen und er hat danach wieder die Option drauf zuzugreifen. Genau, das wäre das.
Genau, das ist manchmal ganz gut, wenn wir hier eine Live-Demo haben, dass solche Sachen passieren, weil das kann natürlich auch Ihnen bei der Installation selber passieren. Genau, wie auch vorher gesagt habe, wollte eigentlich das Live-Bild zeigen von der Temperaturdetektion. Und zwar habe ich hier oben eine Area kreiert, ich habe eine Linie kreiert und ich habe hier einen Punkt kreiert und ich habe hier auch direkt live die Anzeige, was die Temperatur in dem Moment gerade ist, die Minimum, die Maximum und die Average-Temperatur, genau. Das wäre dann die Temperaturmessung, genau hier, wie gesagt, bis zu 10 Punkten. Dann bleiben wir noch schnell einen Moment auf der thermischen Seite, was wir auch über die thermische Seite machen können. Wir können hier auch eine simple Linienüberquerung oder einen Eintritt in eine Region können wir konfigurieren, zusätzlich zu den Temperaturmessungen. Und können hier das Ganze wieder aktivieren. Ich kann die Area zeichnen und kann sagen, hey, ich möchte hier noch eine Linie haben. Ich habe hier wieder bis zu vier Linien. Ich hätte gerne, welche Option ich hier gerne hätte, beide, was detektiert werden sollte. Genau, also in Kombination mit der Feuerdetektion oder mit der Temperaturmessung kann ich hier auch im thermischen Objektiv kann ich noch eine Linienüberkreuzung konfigurieren. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Option. Okay, dann bevor wir hier noch in das Optische reingehen, wir können auch beide Profile können wir fusionieren. Und zwar, wenn wir wirklich auf hier Image Display Settings also, und auf die Bildkonfiguration reingehen, können wir hier noch weitere Einstellungen machen. Also zuerst mal, momentan ist es nicht fusioniert, das ist einfach nur die thermische Ansicht. Ich habe hier 5 Optionen, je nachdem, was uns am besten passt. Schwarz und Weiß, Schwarz, Rainbow oder das Oxide Red. Und wenn ich hier auf das Dual Image Fusion, also die Fusion, klicke, wenn ich das auf Öffnen mache, habe ich direkt die Fusion von dem optischen und von der thermischen Ansicht. Das kann ich hier auch nochmal schnell zeigen. Ich mache es mal zu, gehe auf Live, gehe auf die thermische Ansicht und habe hier nur die thermische Ansicht. Wenn ich wieder auf die Konfiguration gehe und hier das Ganze öffne, wieder auf die Live-Ansicht gehe und sage hier Temperatur, habe ich hier beide Objektive fusioniert in einer Ansicht. Okay, ich würde sagen, das wäre es gewesen für die thermische Ansicht und dann hätten wir hier noch die optische Ansicht. Das ist eigentlich nichts anderes wie auch alle anderen optischen Kameras. Hier können wir hier wirklich wieder unsere normalen Smart Events konfigurieren, wie zum Beispiel die Linienüberquerung, ein Eintritt in eine Region oder die Target Counting, also wirklich eine Zählung von Personen, was wir hier zum Beispiel auch aktiviert haben. Sehen wir hier oben auch rechts Eintritt und Austritt. Genau, das wäre eigentlich die thermische Kamera gewesen. Ich schaue hier nochmal schnell auf meinen Spickzettel, aber ich glaube, ich habe alles abgedeckt. Genau. Gut, dann lassen wir die thermische Kamera jetzt beiseite und würden weitergehen zu den Dual Light Kameras. Ja, fertig. Da war noch eine Frage. Ja. Und diese Frage habe ich schon mehrmals gesehen. Da war eine Frage, warum ist das optische Bild größer wie das thermische Bild? Okay. Das könnt ihr erklären, weil das sind zwei Linsen. Die thermische Bild wird nicht genommen von diesem optischen Lens. Also das sind zwei verschiedene Linsen. Korrekt. So, wenn man diese Kamera kauft für diesen thermischen Ansicht, kann ich mir so entdecken, dann so man diesen Kamera-Abstand von diesem thermischen Anblick. Und dann später an kann man das den optischen benutzen und das würde dann ein bisschen groß. Um das genau gleich zu kriegen, finde das wieder eine sehr schwere Aufgabe. Aber trotzdem, für diesen Preis, ich glaube, die Entwicklung ist ein bisschen meine Euro sein. Für 700 Euro kauft man eine richtig gute Kamera hier.
die verschiedenen KI-Optionen für das Trainingsmodell und das Unterschied da ist ein bisschen größer. Ich denke, das kann man voll mitnehmen. Ja. Ich hoffe, dass da damit auch die Frage beantwortet wird. Okay, Ferdi, vielen Dank für diese Information. Ich glaube, das ist gut zu wissen. Wir können es hier auch noch direkt sehen. Wie gesagt, hier haben wir die optische Ansicht. Hier sieht man das speziell hier bei diesem Kleiderständer, dass hier, weil es zwei verschiedene Objektive sind, dass, hier, dass man hier ein bisschen mehr Bild hat. Und hier auf der thermischen Seite sieht man, dass da das Ganze fehlt, wie er auch gerade gesagt hat. Wäre es in dem Fall wirklich wichtig, dass die Kamera so installiert ist, dass das thermische Bild passt. Und dann kann man dann auf der anderen Seite das Objektiv von die optische Ansicht kann man natürlich anpassen. Genau. Vielen Dank, Ferdi, für diese Information. Ich glaube, mit dem können wir dann die thermische Kamera abschließen. Dann würde ich gerne nochmal schnell in die Dual-Light-Kamera reingehen, also zum Beispiel die Nightcaller-Kamera. Ich mache hier mal die thermische Kamera zu. Ich bin zwar vorher schnell in das Thema ein bisschen reingegangen, aber ich werde das nochmal schnell wiederholen. Wir gehen hier in die Nightcaller-Kamera. Melde mich an. Genau. Zuerst mal mit dem Dual Light. Was wir hier haben, wenn wir in die Display Settings reingehen, sehen wir hier direkt auf der linken Seite hier die der Modus von dem Licht. Also diese Kameras kommen mit drei Modi. Wir haben hier einmal die weiße LED, wir haben das normale Infrarotlicht und wir haben die Smart Supplement Light. Also deshalb haben wir das Dual Light, also wir können hier auswählen, was wir genau haben möchten. Auf der rechten oben Seite können Sie auch sehen, dass wir hier wie Profile erstellen können. Sprich, ich mache das hier mal auf, ich kann eigentlich ein Profil kommen, also Kommun kann ich erstellen, ich kann ein Nachtprofil erstellen oder ein Tagprofil erstellen und kann dann, je nachdem, was ich gerne haben möchte, in diesem Profil kann ich das hier konfigurieren. Oder wenn ich hier weitergehe auf das Profilmanagement, kann ich natürlich auch sagen, hey, ich möchte festlegen, was genau das Timing ist. Also ich weiß, dass ab 7 Uhr wird es hell. Und es wird am Abend ab 17.30 Uhr wird es wieder dunkel. Dann weiß die Kamera genau, um diese Uhrzeit muss sie umschalten und dann hier im Tagprofil diese Einstellungen haben und im Nachtprofil hätte ich gerne diese Einstellungen. Und wie gesagt, hier im Nachtprofil kann ich dann sagen, was ich gerne haben möchte, ob ich da die weiße LED haben möchte, ob ich das Infrarotlicht haben möchte oder ob das Ganze über das Smart Supplement Light funktionieren soll. Genau, das wäre so ein bisschen die Dual-Light-Optionen. Ganz wichtig zu wissen, das ist wirklich hier gekennzeichnet mit dem SL, also unsere Kameras mit SL oder mit DL, das Dual-Light, ist das hier so markiert. Auch diese Kamera, die ich hier vorher gezeigt habe, diese graue Kamera, hier hat auch ein Dual-Light, genau wie wir auch hier sehr schön sehen können und kann auch da so konfiguriert werden. Gut, dann hätten wir das wäre die Dual-Light-Kamera gewesen. Dann würden wir jetzt noch einen nächsten Schritt machen, und zwar in die Abschreckungskamera. Die Abschreckungskamera, das ist folgendermaßen, das habe ich, glaube ich, vorher auch in der Präsentation mal schnell erwähnt, dass wir bei einem Event, zum Beispiel bei einer Linienüberquerung, haben möchten, dass die Kamera ein LED-Flash oder ein LED-Licht anschaltet und kann zusätzlich auch noch gemacht werden, dass ein Audio abgespielt werden kann. Genau, das zum Beispiel unsere Nightcaller-Kamera, die wir hier haben, auch mit dem Dual-Light, hat auch diese Option hier. Und zwar, wenn wir hier auf die Events gehen, wie zum Beispiel eine Linienüberquerung, haben wir hier diese Alarme, die wir da aktivieren können. Wir können das theoretisch aber auch mal schnell auf der Kamera machen, die wir hier nebendran haben.
Crossing Area. Okay, das haben wir in dieser Kamera nicht, aber wie gesagt, hier in dieser Nightcaller-Kamera haben wir diese Option von dem Audioalarm und von dem Leitalarm. Das können wir hier in der Konfiguration können wir das auswählen. Und wie ich auch vorher schon gezeigt habe, wenn wir hier dann auf Alarme gehen, Audioalarm, können wir sagen, was der Audioalarm genau sagen soll. Und auch der Lichtalarm können wir hier konfigurieren, wie gesagt, wieder mit der Frequenz und mit den Flashing Time, also wie viel mal oder wie lange soll das Licht oder die LED blinken. Genau, das wäre, wären diese Abschreckskameras. Wenn Sie da auch noch mehr Informationen brauchen, können Sie gerne unser Verkaufsteam kontaktieren oder können auch uns anschreiben. Da können wir Ihnen gerne noch weitere Informationen geben, welche Kamera oder welche Kameras genau diese Optionen haben. Okay, gut, das wäre dann eigentlich diese Abschreckungskamera auch gewesen, mit diesem Audioalarm und mit diesem Lichtalarm, den wir konfigurieren können. Wie gesagt, da haben wir diverse Modelle, die diese Option haben. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Kamera, diese Nightcaller-Kamera, die brauchen wir momentan nicht, und gehen dann in die letzten zwei Kameras. Die vorletzte, die ich gerne noch schnell besprechen möchte, wäre die Gesichtserkennung, die Gesichtserkennungskamera. Ich rufe die mal auf und das wäre, wo haben wir sie hier? Hier, genau, ich habe sie auch schon, habe ihr auch den Namen gegeben. Mal schauen, ob ich das hier richtig eingegeben habe. Habe ich mir gedacht, so, und gehen da rein. Gut, das wäre diese Kamera, die wir auf Face Detection, also Gesichtserkennung, eingestellt haben. Was wir hier natürlich machen müssen, ist, wir gehen auf die Konfiguration und müssen hier diesen Event aktivieren, und zwar den Gesichtserkennungsevent. Wenn ich hier auf den Smart Event gehe oder auf die Metadaten, dann kann ich den Gesichtsevent nicht konfigurieren. Das haben wir hier schon mal gemacht und können dann, wenn der aktiviert ist, haben wir hier auch direkt die Möglichkeit, in die Gesichtserkennung reinzugehen. Wie auch bei allen anderen Events können wir das Ganze aktivieren hier. Können wir sagen, aktivieren, das Häkchen setzen und können hier die Auslöser auch noch konfigurieren, was wir gerne haben möchten, einen Trigger oder ein Snapshot-E-Mail, genau. Das können wir hier festlegen. Wir können auch sagen, in welcher Region hätten wir gerne die Gesichtserkennung und die minimale Größe und die maximale Größe, wo das Gesicht oder wie das Gesicht erkannt werden soll. Das können wir hier festlegen, hier auf dieser Seite. Und auch dieses gelbe Feld, also die Erkennungszone, kann auch hier können wir noch definieren. Wenn wir dann weitergehen, können wir auch noch Wiederholungsmodus, also die Periode, können wir hier auch noch definieren, von 3 bis 30 Sekunden und die Snapshots. Und natürlich auch, wie bei allen anderen Events, können wir da den Zeitplan definieren. Das Ganze kann aber auch über den Rekorder gemacht werden. Wir können hier wieder auf die Ereignisse gehen und sagen Gesichtserkennung. Und kommen dann hier auf die nächste Seite. Hier möchte ich aber die Kamera haben, die für die Gesichtserkennung eingestellt wird. Also gehe ich hier auf die Face, den habe ich den Namen gegeben. Ich habe die Technologie über die Kamera aktiviert, weil die Kamera das Ganze unterstützt. Habe hier wieder mein Feld. Ich habe den Zeitplan, habe auch hier den Minimum- und den Maximumbereich, den wir hier festgelegt haben, und auch die anderen Optionen, die wir in der Kamera natürlich auch haben. Und hier wären dann die Trigger, hier dasselbe wie auch in der Kamera, haben wir hier auch auf dem Rekorder. Das wäre die Erkennung und dann hätten wir hier noch die Detektion, das ist nicht ganz gut übersetzt, das wäre die Detektion und hier wäre die Erkennung. Die spezifische Erkennung von, oder die erfolgreiche Erkennung. Hier können wir wieder wie bei der LPR-Kamera, bei der Kennzeichenkamera, können wir sagen, hey, ich möchte die erfolgreiche Erkennung oder ich möchte eine Erkennung von fremden Personen, die nicht in der Datenbank hinterlegt worden sind. Kann auch wie bei der Kennzeichenkamera hier meine Listen oder meine Gruppen auswählen, die ich in der Datenbank anlegen kann und kann sagen, hier für Liste weiß oder für Liste schwarz möchte ich diese generellen Auslöser konfigurieren, die wir auch schon bei den anderen Events gesehen haben.
Und auch den Zeitplan kann ich auswählen und ich kann auch hier noch weitere Gruppen anlegen, wie vorher bei der Kennzeichenkamera, und möchte zum Beispiel sagen, hey, bei der erfolgreichen Erkennung hier hätte ich gerne nur die weiße Liste und bei der anderen Erkennung 1 hätte ich gerne nur die schwarze Liste und kann da andere Auslöser konfigurieren. Genau. Und dann auch, wie bei der anderen Kamera, die Gesichtserkennungsdatenbank, wo ich meine Gruppen erstellen kann. Hier habe ich Gruppen erstellt und auch schon Arbeitskollegen von mir hinzugefügt. Hier mit den ganzen Optionen, mit den Informationen. Ich kann hier draufklicken und sehe dann hier wirklich alles, was ich dann eingegeben habe. Hier für die weiße Liste und auch für die schwarze Liste. Genau. Das wäre das für die Datenbank. Wenn wir hier wieder zurückgehen auf die Gesichtserkennung. Genau. Habe ich noch einen letzten Punkt, den ich gerne besprechen möchte. Und zwar, was wir auch machen können mit einer Gesichtserkennung, ist mehr oder weniger wie ein Einstempeln bei der Arbeit. Sprich, wenn die Person am Morgen kommt, erkennt die Kamera, notiert die Zeit und wenn sie am Abend geht, genau das Gleiche. Für das, logischerweise, brauchen wir zwei Kameras für den Eingang und für den Ausgang. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Wir können hier auf der rechten oben Seite auf die Applikation drücken und haben dann hier die Gesichtsanwesenheit. In diesem Fall haben wir nur eine Kamera eingestellt dafür. Also das ist nicht ganz real, das werden Sie auch direkt sehen hier in dem Report. Also man kann hier wirklich einen Report machen. Man kann sagen, hey, ich möchte gerne, welche Kameras habe ich konfiguriert für das. Ich habe hier natürlich nur die Gesichtskamera, also wähle ich mal die Gesichtskamera aus. Und ich kann hier sagen, welche Liste oder welches Departement. Ich kann dann hier Departamente anlegen und kann sagen, hey, das ist die technische Abteilung, das ist die Reinigungsabteilung, kann hier Listen anlegen und kann dann eigentlich auch noch das Datum auswählen. Oder zum Beispiel, wenn ich einen Monatsreport oder einen Wochenreport haben möchte, kann ich das hier auswählen, kann sagen, die Arbeitszeit beginnt um 8 Uhr und bis 18 Uhr. Ich hätte gern die Anwesenheit angezeigt von Montag bis Freitag und kann hier direkt suchen. Und hier sieht man direkt dann auch die Statistik, wann die Leute eingecheckt haben und auch wieder ausgecheckt haben und kann dann das Ganze auch direkt exportieren. Hier auf der rechten oberen Seite in ein Excel-File machen wir das Ganze direkt auf. Und habe hier schön eine Liste und habe dann hier meine Check-in-Zeiten und Check-out-Zeiten direkt. Also man kann wirklich über diese Face-Detection-Kamera, die Gesichtserkennungskamera, kann man wirklich einen Monatsrapport oder einen Wochenrapport oder auch nur für einen Tag kann man direkt rausziehen. Genau. Das wäre in dem Fall alles gewesen über die Gesichtserkennung. Ich frage mal schnell Ferdi, wie sieht es aus im Chat? Ganz gut soweit, denke ich, oder? Ja, sieht gut aus, keine Frage. Okay, sehr gut. Danke für das. Dann machen wir weiter. Und zwar wäre dann noch die letzte Kamera. Ich glaube, das ist auch sehr interessant mal zu sehen. Und zwar wäre das unsere Speedome oder PTZ-Kamera. Wir haben einmal eine draußen und eine in unserem Büro installiert. Hier hätten wir einmal die, die wir drinnen haben bei uns im Büro. Ich mache die mal schnell auf. Genau, das wäre die Kamera drin. Und dann gehen wir noch schnell auf die andere Kamera und machen die auch noch direkt auf. Wo haben wir sie hier? Die Speedome, das wäre diese Kamera. Und dann können wir hier schnell mal so ein bisschen durch die Einstellungen. Das wäre ein anderes Passwort, genau. Und gehen da auch direkt auf diese Kamera. Hier kann man sehen, das ist die Kamera, die bei uns bei der Einfahrt installiert ist. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir zuerst in die grundlegenden Einstellungen von der PTZ-Kamera. Das machen wir hier bei dieser Kamera, die außen montiert ist. Und zwar folgendermaßen, wir gehen hier auf die Konfiguration und gehen dann auf die PTZ-Funktionen.
dann geht hier direkt die nächste Seite auf und hier haben wir all die Optionen von der PTZ. Und zwar die erste Option wären die Presets. Genau, hier können wir Presets konfigurieren, können sagen, hey, ich hätte gerne diese Position reingezoomt hier. Möchte ich gerne als Preset haben, kann sagen Create, das ist mein Preset 3. Oder gebe ihm einen spezifischen Namen, sage OK und sage, ich möchte diese Position speichern. Wenn ich dann hier mehrere Presets konfiguriert habe, kann ich die natürlich auch direkt abrufen. Kann ich sagen, ich möchte hier Preset 1 und kann dann auch hier zu meinem Preset 3, den ich hier gerade konfiguriert habe, draufgehen. Was man hier auch noch sieht, ist direkt der Preset 89. Das ist auch ganz gut zu wissen. Ich gehe direkt mal hier ganz zum Ende. Das habe ich festgelegt als meine Home-Position. Hier habe ich gesagt Preset, die 89 und als Home-Position. Und wenn ich hier das Häkchen setze auf Run, dann wird die Kamera immer nach 7 Sekunden Stillzeit direkt auf die Home-Position zurückgehen. Genau. Also das wären die Presets und die Home-Position. Wie gesagt, hier kann ich zwischen den Positionen hin und her switchen, die ich vorher konfiguriert habe. Dann hätten wir die nächste Option vom Cruise. Der Cruise, das ist folgendermaßen, hier können wir sie editieren oder modifizieren. Ich möchte hier zum Beispiel mal den Cruise 3 haben. Das ist eigentlich nichts anderes als Presets, die man da zusammenfügt. Also ich kann sagen, ich möchte für den Preset 3, für den Cruise 3 möchte ich gerne, ich hätte gerne meinen Preset 1 dazugefügt, und zwar 50 Sekunden, und ich hätte gerne in der Geschwindigkeit 10. Ich hätte gerne den Preset Test 2 hinzugefügt, auch 15 Sekunden, das ist relativ schnell zum Beispiel. Und ich kann noch einen weiteren hinzufügen, zum Beispiel den Dreier, den ich gerade gemacht habe, und den hätte ich auch gerne in der Geschwindigkeit 5. Und kann dann das so aktivieren und kann dann auch diesen Cruise direkt starten mit den Presets, die ich hinzugefügt habe. Heißt, das wäre Preset 1, das wären diese 15 Sekunden und wird dann weiterspringen auf den nächsten Preset nach diesen 15 Sekunden. Genau, der nächste Preset und dann der letzte Preset. Genau, das wäre eigentlich theoretisch der Punkt Cruise. Dann machen wir den mal Stopp und dann warten wir, bis die Kamera wieder zurückgeht auf Home. Dann hätten wir die Gruppen. Die Gruppen sind folgendermaßen, hier können wir verschiedene Cruises, die wir hier konfiguriert haben mit den Presets, können wir hier zusammenfügen und können dann alle diese zusammen starten. Alle auf einmal starten. Also das sind einfach mehrere Optionen, die wir hier zusammenfügen können. Das wäre eigentlich die Gruppen, also verschiedene Cruises zusammenzubringen. Genau. Ich mache hier mal den, machen wir weg. Dann haben wir die Option vom Trace. Ich glaube, das ist sehr eine interessante Einstellung oder Einstellungsmöglichkeit. Und zwar, was wir hier machen können, wir können wirklich die Abläufe komplett personalisieren. Und zwar geht das folgendermaßen. Ich kann hier auf Add drücken und man sieht dann hier schon auf der unteren rechten Seite, dass hier eine Zeit abläuft. Heißt, in diesen 180 Sekunden kann ich eigentlich die Kamera manuell bewegen und kann sagen, ich möchte hier zuerst auf das reinzoomen, ich möchte wieder rauszoomen, möchte dann auf die rechte Seite gehen, ich möchte hier direkt die Anfahrt von den LKWs ein bisschen besser checken, gehe ein bisschen rauf, ein bisschen näher ran, sieht man hier direkt ins Warenhaus rein. Und kann danach das Ganze speichern. Die Kamera sollte dann wieder direkt auf die Home-Position zurückfahren. Nach einer gewissen Zeit, genau, da haben wir es. Und ich kann dann das starten, was ich hier gerade aufgenommen habe. Und die Kamera macht diesen Trace, also diese Aufnahme, diese personalisierte Aufnahme, so wie ich das vorher mit dem Joystick und mit diesen Tasten gemacht habe. Das können wir hier auch direkt schön sehen. Also ich glaube, das ist wirklich eine super Option, so kann man das wirklich personalisieren und genauso machen, wie man es gerne haben möchte. Okay, dann stoppen wir das, dann können wir rauslöschen. Dann haben wir hier die Tasks.
Also da eigentlich mehr oder weniger sozusagen die Aufgaben. Wenn ich hier einen kreiere, kann ich eigentlich eine Zeit definieren. Also ich kann sagen, hey, ich hätte gerne von 14 Uhr bis 14.15 Uhr hätte ich gerne, dass die PTZ-Kamera meinen Trace, den ich gemacht habe, meinen Cruise oder schon voreingestellte Einstellungen, also zum Beispiel ein Random Scanning oder ein Boundary Scanning, kann ich dann sagen, dass die Kamera das in dieser Zeit ausführt. Kann ich das Ganze auswählen, kann sagen hier Preset, Modify und kann das hinzufügen und dann macht das die Kamera in dieser Zeit. Genau, das heißt, das kann wirklich dann ohne eine Person hinter der Kamera kann das Ganze aufnehmen und danach können die Aufnahmen gecheckt werden und sehen, was da abgelaufen ist in dieser Sequenz. Genau, das wären die Tasks in dem Fall. Und dann hätten wir hier noch die Alarmkonfiguration. Hier können wir die Alarmtypen, also normally open und normally close, können wir konfigurieren. Den Alarm in, on or off. Den Trigger, also heißt, was passiert nach einer Auslosung, ob ich gerne einen Preset haben möchte, ob ich einen Cruise haben möchte oder auf diese Option, die wir sehen. Das Ganze mit dem Alarm Over, auch mit diesen Optionen, die wir hier sehen. Und auch den Alarm Out können wir einschalten und ausschalten. Genau. Das wären eigentlich diese grundlegenden Einstellungen von der PTZ-Kamera. Dann ich glaube, was auch eine schöne und sehr interessante Option ist bei den PTZ-Kameras, ist das Ganze die Auto-Tracking-Version-Option. Und zwar geht das folgendermaßen: Ich kann zum Beispiel einen Event konfigurieren wie eine Linienüberquerung. Ich muss das natürlich aktivieren. Ich möchte sagen, ich muss auswählen, was dann detektiert werden muss bei der Linienüberquerung. In dem Fall, bei dieser Kamera ist es eine Kamera im Büro. Ich hätte gerne, dass eine Person verfolgt wird. Und hier unten muss ich auswählen, Trigger, also die Auslösung Auto-Tracking. Wenn das konfiguriert ist bei dieser Linienüberquerung, hier muss ich natürlich noch die Linie eingeben, also wo die Linienüberquerung genau ist. Wenn diese Linie übertreten wird, hier habe ich angegeben, zum Beispiel auch in beiden Richtungen, dann folgt die PTZ-Kamera dieser Person durch das ganze Büro durch. Also diese Auto-Tracking-Funktion ist wirklich sehr, sehr gut und funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Schauen wir mal schnell, ob vielleicht direkt eine Person jetzt über diese Linie drüber geht. Dann können wir das vielleicht auch noch direkt sehen. Genau. Was hier auch noch wichtig ist in dieser Einstellung, wo wir hier gerade sind, wir haben hier den Knopf Unlock und Lock. Wenn hier das Ganze in Lock-Status ist, also, dann kann die Kamera nicht bewegt werden. Wir können das ja sehen, ich möchte die Kamera manuell bewegen, das geht nicht. Wenn ich das Ganze aber auf Unlock gehe, dann kann ich die Kamera manuell bewegen. Also wirklich hier drauf achten, dass die Kamera speziell bei der Smart-Tracking-Einstellung auf Lock ist, dass die Kamera dann auch nicht manuell bewegt werden kann. Ja, ich würde sagen, das wären auch so die Einstellungen gewesen hier von der PTZ-Kamera. Hier haben wir jetzt zum Beispiel noch direkt eine Demonstration von einer Linienüberquerung, wo die Kamera der Person direkt auch gefolgt ist. Weil ich auch hier die Home-Position konfiguriert habe, geht die Kamera dann wieder direkt nach einer gewissen Zeit zurück auf die Home-Position, wo die Linienüberquerung konfiguriert worden ist. Ja, ich würde sagen, das wären so die spezifischen Kameras gewesen. Wie gesagt, nach dem Training werden wir die PowerPoint-Präsentation Ihnen zukommen lassen und dann können Sie nochmal in Ruhe drüber schauen genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil von dem Training und auch von der Demo. Und das wäre die Software. Ich starte hier einmal gerade die Sapphire Smart WMS. Wir warten hier schnell, bis das alles hochgefahren ist. Ganz wichtig zu wissen, bei der ersten Konfiguration, um sich anzumelden, geht das mit dem Username Admin und mit dem Passwort 123456. Das kann natürlich nachher angepasst werden, aber wie gesagt, bei der
ersten Anmeldung wäre das der Username und das Passwort. Und dann, wenn es dann oben ist, dann werde ich mal schnell die grundlegenden Sachen über die Software schnell erklären und zeigen. Wie gesagt, das ist eine sehr komplette Software und es kann eigentlich wirklich alles darüber konfiguriert werden, wie auch die ganzen Smart Events und alles, was wir gerne haben möchten. Gut, dann sehen wir hier schon mal drauf. Ich lösche das mal schnell hier oben die Liste. Also wenn wir hochfahren, das erste Mal, wenn wir das Ganze zuerst mal starten, dann sieht das hier folgendermaßen aus. Das sind all die Optionen, die wir haben. Wir haben logischerweise als erster Punkt haben wir unseren Preview, also die Live-Ansicht von den Geräten, die wir hier zugefügt haben. Hier habe ich all diese Geräte, die hinzugefügt worden sind. Ich kann die anklicken und kann die direkt rüberziehen und habe dann direkt auch die Ansicht. Okay. Dann hier haben wir direkt die erste Meldung, das ist auch ganz gut zu wissen. CPU oder Memory Usage Overload, das können wir hier auch unten sehen. Die Software konsumiert relativ viel, also in dem Fall ist es auch gut zu wissen, was wir in dem Fall machen können. Wir gehen hier wieder zurück auf Home, also wenn das passiert, haben wir folgende Option, wir können in die Konfiguration reingehen, lokale Konfiguration, können entweder den Coding-Mode ändern auf Soft-Decoding, können das speichern und auch in der Server-Konfiguration nochmal zurück. Muss ich hier schnell, wo wir es haben. Lokale Konfiguration. Können wir eigentlich das Limit hochstellen? Genau, hier. In der lokalen Konfiguration über dem Overload-Setting können wir das Ganze auch noch ein bisschen, das Limit ein bisschen hochsetzen, dass dann wenn der Fehler hier auftaucht und dann können wir dann auch hier mehrere Kameras hineinziehen und haben dann direkt auch die Ansicht. Also wie gesagt, hier Video Preview, Live View in der Software. Dann gehen wir zurück auf Home. Was natürlich auch sehr wichtig ist, ist Geräte hinzuzufügen. Das geht hier unten über das Resource Management. Hier können wir Geräte hinzufügen und können sie natürlich auch löschen. Dann klicken wir mal drauf. In dem Fall habe ich gerade zwei Rekorder in der Software. Einmal einen Sapphire Smart B1 Rekorder und einmal einen B2. Ich lösche mal den B1 Rekorder, dann können wir den direkt hinzufügen und sehen, wie das Ganze auch funktioniert. Und zwar klicken wir hier oben auf Add, also sprich hinzufügen. Dann können wir hier einen Quickly Add machen, also heißt, hier werden direkt alle Kameras angezeigt, die im Netzwerk sind, oder wir können das Ganze auch manuell hinzufügen. Wenn wir das Ganze über manuell machen, haben wir hier drei Möglichkeiten, und zwar wir können über die IP-Adresse unser Gerät hinzufügen und wir können aber auch hier über die Seriennummer, sprich über die Peer-to-Peer, können wir unsere Geräte hinzufügen und dann auch zugreifen auf diese Geräte. Genau. Wir machen das Ganze hier mal über die IP-Range. IP-Adresse wollte ich sagen. Genau. Dann haben wir hier unseren Rekorder. 72. Und wir haben hier die 18 und die 197 und wir haben hier die 170, das wäre mein Rekorder. Ich kann hier das Protokoll auswählen, je nachdem, was für ein Gerät das wir zufügen möchten, über das OnMIF-Protokoll oder hier über andere Protokolle. Hier ganz wichtig, den Port für Sapphire Smart ist immer 8000, so wir geben 8000 ein. Den Username und das Passwort, hier geben wir das Passwort von unserem Rekorder ein, können das natürlich auch testen. Der Test wird durchgeführt, also der Test ist erfolgreich und können dann unser Gerät so hinzufügen. Bevor wir das machen, hier auch noch schnell einen kleinen Hinweis hier unten auf dem Default-Passwort. Je nachdem, ganz am Anfang sind hier immer die Default-Passwörter drin.
Wenn das Gerät nicht hinzugefügt werden kann, kann hier das Default-Passwort angepasst werden über das Standard-Device, wäre hier von Sapphire Smart. Genau, und können dann OK drücken und unser Gerät erscheint hier auf der Liste. Dann geht es einen kleinen Moment und das Gerät wird sich dann direkt auch wie hier auf weiß schalten und ist dann online und haben hier dann auch direkt die Informationen über das Modell, über die Version und alles, was wir brauchen. Genau. Dann als nächstes, wie gesagt, wir können hier auch die ganzen Einstellungen machen von den Kameras, die ganzen Events konfigurieren. Für das gehen wir auf Device Settings, können hier unser Gerät auswählen. Hier habe ich die beiden Rekorder. Ich kann hier zum Beispiel auf meine Gesichtserkennungskamera gehen, habe direkt ein Live-Bild und kann hier direkt auch alles konfigurieren. Also OSD-Settings, ich kann die Bildanpassungen machen, ich kann die Stream-Settings machen, ich kann aber auch hier zum Beispiel die Gesichtserkennungen, ich kann hier wirklich auch alles über die Software selber konfigurieren und das bei all den Kameras, die ich hier hinzugefügt habe. Also wirklich in der Software kann hier auch alles gemacht werden. Und dann, ich würde sagen, gehen wir noch auf einen weiteren Punkt ein. Wenn Sie auch noch weitere Fragen haben über die Software, können Sie auch uns gerne kontaktieren über E-Mail oder über Telefon. Wir können Ihnen da gerne auch helfen. Genau, der letzte Punkt, würde ich sagen, gehen wir in die Suchoption. Wir können hier auch über die Software suchen. Ich kann hier auch meine Geräte auswählen. Ich kann sagen, ich möchte zum Beispiel hier nach einem Gesicht suchen. Ich kann sagen, hey, ich möchte nach einem spezifischen Gesicht suchen, was hinterlegt ist. Genau, hier in den Aufnahmen kann ich sagen, ich möchte wieder nach meinem Arbeitskollegen Charles suchen, kann das auswählen, kann unten auch wieder auf Suchen klicken und habe hier dann direkt auch wieder die ganzen Aufnahmen. Wenn ich auf Play klicke, habe ich auch direkt wieder die Aufnahme direkt von der Gesichtserkennung. Also, wie gesagt, auch über die Software kann wirklich alles gemacht werden. Hier die tolle Option, dass man auch die Geräte über die Seriennummer, über Peer-to-Peer hinzufügen kann und da vieles drüber managen kann. Ja, gut, ich würde sagen, das wäre es gewesen von der Demonstration. Dann würde ich somit diese Schulung beenden und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie dabei waren und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Wenn Sie mehr über unsere Sicherheitsprodukte erfahren möchten, abonnieren Sie den VisioTech-Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigung, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.